ist das warm, Schmitti, ey. Ja. Meine Güte, das brennt hier runter. Schmier dir nochmal was auf die Stirn, du bist schon ganz rot. Na, kannst du mal hier am Rücken, siehst du da am Nacken, da pellt es sich schon, da müsst du nochmal nachcremen. Ja, ja. Und am Arm auch. Boah, ey. Jetzt 5 Tage Ibiza, Schmitti. Du, die Eintrittstickets, die haben 80 Euro gekostet, aber ich würde sagen, das hat sich jetzt schon gelohnt, ne? Ja, das hat sich gelohnt. Boah, jetzt liegt Klaas hier in dem fetten Laden auf, oder was? Ja, gleich. Das ist ja Wahnsinn, ey. Resident DJ Klaas auf Umlauf. Ja. Oh, guck mal da. Willst du noch einen Kalpi? Ja, gehst du nochmal zur Bar? Ich würde nochmal gehen, oder? Reicht das noch? Wann legt der auf? Ja, ich weiß nicht, ey. Der ist gleich dran. Ey, sonst legt hier David Guetta auf, ja, ne? Ja, das ist krass. Guck mal, da oben kommt er gleich raus hier. Da ist das DJ-Pult, da ist so der Auftritt. Rutscht er dann hier oben runter und kommt dann hier zum DJ-Pult. Ich bin heute ein Firebeast, ey. Jakob, ich sag's ganz offen, wenn der jetzt gleich den Beat droppt, ne, dann gehe ich ab wie Schmitz Katze, du. Ich zieh schon mal das T-Shirt aus. Das geht gleich los, ey. Wie war das jetzt mit dem Kalpi? Wir müssen jetzt auch 80 Euro runterfeiern. Sollen wir noch einen Kalpi holen? Wink dem mal. Da vorne ist ja keiner. Wink dem mal. Ey, mach schon eine 2. Garçon! Komm mal her, mach mal hier noch 2 Kalpis. Sollen wir gleich 4? Ja, komm, 4. In jeder Hand ein. Ja, komm, 4 Kalpis, ey. 4 Kalpis. Ja. Ey, da ist ein Pferd, Schmitti. Da ist ein Pferd. Oh, es geht los, ey. Ich hab das Gefühl, es geht los. Da ist ein Pferd. Guck mal. Da ist ein Feuerwehrauto. Ja, was macht ihr mit dem Pferd und Feuerwehrauto? Die Bühne qualmt, Da kommt ein Hubschrauber, landet ein Hubschrauber, Schmitti. Da seilt er sich ab. Das ist klar. Attention. Oh mein Gott. Seid ihr gut drauf? Ja! Habt ihr gute Laune? Ja! Vamos a la playa! Ja! Esta loco DJ! Summer Breeze! Coco Bananas! Herzlich willkommen bei Baywatch Berlin Summer Breeze! Crazy! Ey, Thomas, kannst du sehen? Da ist sie gekommen, Thomas! Jakob, du bist ja auch da! Ich bin da! Das ist so. Ich bin da! Das sehe ich! Es ist so geil, dass ihr gekommen seid! Das ist geil als Schlumpfeis hier! Leute! War das der peinlichste Anfang von Baywatch Berlin ever, oder was? War das peinlich? Also ich fand das. Das war eine Gedankenreise nach Ibiza, Schmitti. Also ganz ehrlich, man muss doch hier, und wir haben einiges versprochen bei Baywatch Berlin Summer Breeze. Genau. Wir haben gesagt, das ist ein vollwertiger Urlaubsersatz hier. Ja. Wir haben nicht gesagt, eben, das ist irgendwie so ähnlich wie Urlaub oder das ist Stadturlaub, sondern das ist der Urlaub. Das muss Urlaub sein. Richtig. Das muss eine hundertprozentige Imitation von Urlaub sein. Und da muss man sich auch mal ein bisschen Mühe geben. Und die Leute auch mal, sagen wir mal, das Gehirn der Menschen an die Hand nehmen. Ich habe diese Woche auf Amazon habe ich Fußball geguckt, Werder Bremen. Und die machen beim Live-Geschehen, spielen die Sounds ein, als wäre das ganze Stadion voll. Ja. Werder Bremen und so, ne? Mhm. Und das funktioniert. Was ist grün, stinkt nach Fisch. Ja, Beleidigungen hab ich jetzt nicht rausgehört, aber ansonsten so die Atmosphäre. Und ich finde, das ist voll legitim, dass wir hier Ibiza zaubern. Ja. Absolut. Urlaub für die Ohren. Und weißt du noch, Thomas, ich weiß gar nicht, ob du das weißt, Jakob, das denkt man ja gar nicht, aber Thomas und ich, wir waren wirklich im echten Leben waren wir in genau so einem Laden, wie du mir den hier gerade hingezaubert hast, hier soundlich, waren wir schon mal auf Ibiza. Da ist, glaube ich, morgens um 5 Boy George aufgetreten. Ja? Wirklich? Ja, ja. Nee, den meine ich nicht. Was war das für den meinst du nicht? Den meine ich nicht. Ja, stimmt, da ist Boy George aufgetreten. Den habe ich nämlich am Flughafen erwischt. Ja. Habe ich Boy George erwischt, weil ich habe ihn erkannt an seinen tätowierten Blumen. Der hat nämlich Blumen auf dem Kopf tätowiert. Genau, so auf dem Hinterkopf. Ja. Warte mal, welcher Hit ist nochmal von Boy George? Von Boy George? Weil ich verwechsel ihn, glaube ich, gerade mit George Michael. Den verwechselst du. Nein, Boy George. Ist der nicht im Knast? George Michael ist tot. Nein, aber Boy George ist im Knast wegen, ich glaube, Kinderbelästigung. Ist das so? Ja. Also ich weiß nur, dass er irgendwann in Gott, so einer... Oh Gott, warte mal. Ja. Also wir sind hier direkt auf dünnem Eis. So ist das manchmal. Ja. Oder wie man schnell in der Urlaubsausgabe sagt, on the rocks. Klasse, jetzt heißt doch nochmal die Leute willkommen, bevor wir hier so direkt richtig einsteigen.
ich möchte sagen, herzlich willkommen zu Summer Breeze, Baywatch Berlin Summer Breeze. Das sind die Sommerausgaben der Baywatch Berlin Podcast, den ihr jede Woche gewohnt seid. Der geht ganz normal weiter, allerdings jetzt im Sommer mit einem bestimmten Vibe, den man so nicht erklären kann. Da muss man schon dabei gewesen sein. Das wird hier ein tränenreicher Abschied nach 6 Wochen, wenn der Urlaub leider vorbei ist und so, wenn man sich heulend in den Arm liegt und sagt, wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und wir müssen uns immer ganz viel schreiben. Und aber bis dahin ist jetzt erstmal einfach ein langer, langer Tunnel voller Glückseligkeit und Freude liegt vor uns, durch den wir jetzt mit 180 km/h fahren. Vor allem dieser Podcast, das ist so Urlaub ohne Maske, ohne nervig am Flughafen sich rumärgern, in der Schlange stehen. Du steigst hier ein, indem du halt auf Play drückst und dann geht's los. Ja. Ich frag mich, gibt's auch so Urlaubsromantik bei uns? Ach, du meinst hier so eine Urlaubsliebe? Ja. Ja, so eine Art Kurschatten. Ich weiß nicht. Man redet doch vom Kurschatten, ne? Das finde ich eigentlich sehr witzig. Das ist so in einer Schublade mit Heiratsschwindler und so. Ja. Ist der Job Kurschatten. Das sind Leute, die in der Kur praktisch ausgebrannte Frauen, die in die Kur fahren, weil sie sich erholen müssen. Die sind praktisch so, sagen wir mal, erholungsbedürftig, dass die Krankenkasse das zahlt. Ja. Und dann sind die auf Kur. Und dann kommt der Kurschatten, das ist dann jemand, der dann die Situation ausnutzt. Es gibt bestimmt also auch weibliche Kurschatten, die dann auf ausgebrannte Männer praktisch es abgesehen haben. Und die sich dann ja an die dran heften, wie ein Schatten. Ist das wirklich so oder lügst du wieder? Was heißt also, das habe ich auch schon mal gehört. Ich dachte, das hört sich an wie eine Krankheit und nicht wie irgendein Stalker. So. Kurschatten, meinst du? Ich habe da mal eine Ausbildung zugemacht. Ja. Ach, wirklich? Da muss man so ganz milde Tees brühen. Und muss wissen, wie man Kekse backt. Und ansonsten muss man gut aussehen im Bademantel und immer hinter alten Damen herschleichen und Komplimente machen. Das ist aber erst im dritten Lehrjahr dann. Ja, dann man muss, also wenn man da, richtig, da habe ich das schon aufgegeben. Wenn man richtig gut ist, sieht man irgendwann aus wie Michael Türnau, der Bingo-Bär. Wer ist das denn? Wer ist denn das? Michael Türnau, das der so Bingo-Bär. Ja. Du kennst den, oder Jakob? Ja, klar kenne ich den. Der ist, glaube ich, im NDR und verschiedenen anderen dritten Programmen der ARD zu sehen. Macht da so eine Bingo-Sendung und er ist so ein bisschen eher mein Körpertyp, also eher doppelt ich. Und hat so ganz große Anzüge dementsprechend auch an. Er sieht so ein bisschen aus auch wie der Tamahanken, der Einrenker, nur in gepflegter. Ja. Der sieht ein bisschen und aus, als wenn... macht da Bingo. Genau. Das ist Tamahanken, Gott hab ihn selig, aber mit Pedi und Maniküre. Pedi-Money, sagt man ja auch. Genau. Gott, wann und guckt ihr was so ist besonders übrigens an der... Ja, sorry. Nö, ich wollte nur fragen, wann ihr sowas guckt. Also wann habt ihr die Zeit, euch den Bingo-Bär da anzuhören? Also läuft im Fernsehen oder wie? Im MDR? Ja. Ja. Sonntags. Das ist so ein typisches Sonntagsprogramm. Ah, ja. Wenn schon der Fernseher leer geguckt ist und Netflix sowieso, dann guckt man auch so ein bisschen Bingo. Ich habe das früher tatsächlich immer geguckt, wenn ich jetzt auf so einer Party war, die wir hier gerade schon mal anskizziert haben. Dann am nächsten Tag, da geht ja meist nicht viel in der Birne. Und dann ist es gut, wenn man so Fernsehen hat, das einen jetzt nicht überfordert und was einem sagt, guck mal hier, wir ziehen eine 5. Und man denkt, 5, kenne ich. 5, okay. Ist zwischen 4 und 6, kenne ich. Und dann ist es also so einfaches, schönes Fernsehen und wenn dann jemand so lieb ist und nett und auch so ein bisschen so einen kleinen Witz immer noch parat hat wie der Bingo-Bär, dann freut man sich über so ein Fernsehen. Das finde ich eigentlich gut. Was ist denn euer liebstes Kater-Fernsehen? Also ich gucke wahnsinnig gern im RBB-Fernsehen so Dokumentationen über Bezirke in Berlin. Das gibt's, glaube ich, in anderen dritten Programmen gar nicht, aber der RBB nimmt sich wirklich Zeit mit meinem absoluten Vorbild des RBBs, Uli Zelle, so ein Lokalreporter, der hier in Berlin und Brandenburg sehr bekannt ist. Von der Abendschau. Bei Alt und Alt, also Jung nicht. Und der bereist verschiedene Berliner Bezirke. Und das gucke ich wahnsinnig gern an, wie der da 3 Stunden in Schöneberg jeden Markt vorstellt und wo man sich die Schuhe neu machen lassen kann. Das sind auch immer alles so alte Berufe. Hier sehen Sie einen jungen Mann, der Briefmarken herstellt und solche Sachen, weißt du? Und da könnte ich wirklich stundenlang hin und wieder nur unterbrochen von einem kleinen Kötzerchen zugucken, wenn ich verkatert bin. Ich bin leider einer, wenn es also ein richtiger Abend war, dann, dann muss ich doch schon mal ans Klo gehen. Ja, das ist so. Ja noch, es gab Tage, da konnte ich nicht auf der Seite liegen. Kennt ihr das? Wenn ihr, man liegt dann im Bett und willst so aufs Ohr liegen und so und das klappt nicht. Du musst irgendwie starr zur Decke gucken, wie am Anfang von Garden State und mehr geht nicht, den ganzen Tag über. Das ist mir so noch nicht so gegangen. Aber ja, mittlerweile brauche ich 3 Tage, um mich zu erholen. Ja, weißt du, das ist aber eigentlich gut. Das ist das größte Einfallstor für
wirklich am Ende auch gefährlichen Alkoholismus, ja, ist geringe Katerneigung. Ach, stimmt. Ja, dann hab, das ja, ist ja nicht klar, ne? Wenn du jetzt überhaupt, also der Kater hat natürlich eine totale Funktion, weil es hält dich davon ab, noch mehr Alkohol in dich reinzuschütten, direkt am selben Tag. Meinst du, das hat der liebe Gott dabei gedacht? Ja, weiß nicht, ob so, wir so brauchen jetzt noch ein Gimmick. Ob der sich das dabei gedacht hat, gesagt hat, hier, damit die Leute merken, dass man nicht so viel saufen soll, weiß ich nicht, ob der jetzt irgendwie, der hatte ja genug damit zu tun, sagen wir mal, andere Samen zu pflanzen in Gottes großem Garten, aber trotzdem ist es ja ein ganz guter Hinweis, ne, dass man weiß, wenn man jetzt 3 Tage da liegt und praktisch bewegungsunfähig ist, dann wird man sich das halt nochmal überlegen. Ne? Andere Leute müssen dafür Ketamin nehmen. Aber ich sag mal, ich kenne ja Jakob auch so ein bisschen und ich habe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, bist du auch so ein Katervorbereiter, ne? Ja. Der da schon inzwischen die Elektrolyte sich reinhaut, inzwischen dann irgendwie drauf achtet, ja, nach jedem Glas Bier nochmal ein Glas, ja, Wasser, ja, und so, wo die Party auf der Strecke bleibt, weil du eigentlich nur beschäftigt bist, irgendwie deinen Körper zusammenzuhalten. Richtig bürokratischer Vollrausch. Ja. Ich bin bürokratischer Säufer, ich mach's wie auf dem Amt. Das liegt aber auch wirklich daran, dass ich ganz klar an mir feststelle, mit jedem Lebensjahr, was dazukommt, werde ich extrem kateranfälliger. Und meine Katertage sind inzwischen so schlimm. Und deswegen habe ich irgendwann angefangen, inspiriert von unserem Kollegen Benny, so verschiedene Pülverchen schon am Abend zu trinken, mit so, die alles ersetzen, mhm, was der Alkohol praktisch dann einem entzieht. Und das hat mitunter ganz gute Effekte gehabt. Das aber weißt du noch, Schmitti, wie ich einmal ohnmächtig geworden bin vor Kater nebenbei? Ich bin wirklich mal das erste Mal in meinem Leben, ja, ohnmächtig gewesen. Das stimmt. Im Flugzeug war das, ne? Ja, aber es war im Flugzeug. Wir sind, glaube ich, wir hatten Duell um die Welt Abschlussfeier. Ja. Und da habe ich mich vertan mit Gin Tonic, weil das ist ja wirklich so verschiedene Schnapsarten. Hat es verwechselt mit Fanta oder was? Oder? So habe ich es getrunken, ja. Aber es ist ja wirklich so, verschiedene Schnapsarten wirken unterschiedlich. Bei Wodka habe ich den Eindruck, das wirkt immer sofort. Aber Gin Tonic wirkt bei mir teilweise erst eine halbe Stunde nach dem entsprechenden Drink. Und so habe ich mich dann da doch vertan an dem Abend und war am nächsten Morgen eigentlich zu betrunken und zu verkatert, um fliegen zu können. Das war auch derselbe aber Morgen. Schmidt nach Berlin. Das war derselbe Morgen, an dem du die Bäckerei verkäuft gefragt hast, ja, ob sie dir, stimmt, das Wurstbrötchen da direkt in den Mund schiebt. Aber lass mich nur kurz sagen, wie es ausgegangen ist. Also ich saß dann neben Schmidt und der hat mir dann wie eine liebevolle Mutter eine Cola bestellt, mhm, und dann wollte ich diese Cola trinken und dabei bin ich richtig weggesackt. Der wurde ganz schwitzig. Also der hat geschwitzt wie ein Aal und auf einmal, ja, ist er wirklich so in sich zusammengesackt am Fenster von der vom Flugzeug. Ja. Nicht mehr ansprechbar für den Rest der Reise. Ja, ist ja manchmal ganz praktisch. Also es gibt ja Leute mit so Flugangst, die hauen sich dann da. Es gibt ja diese berühmte Scheißegal-Tablette vom Arzt, die man kriegt vor Operation. Ja. Ja. Ne, die kriegt man, ist so eine längliche Tablette. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich sag sie jetzt nicht, damit ihr nicht anfangt zu googeln da und bei eurem Dealer des Vertrauens mal sagt, ob er auch noch was anderes da hat. Demnächst, da will ich nicht verantwortlich sein. Deswegen sage ich nicht, wie die heißt. Aber es ist so eine Tablette, jeder, der schon mal eine Operation hinter sich hat, der hat die mal bekommen und die macht letztendlich dasselbe mit einem, auch für flugängstige Leute, die kippen sich das dann auch mit einem Gin Tonic runter und dann ist dann erstmal alles wurscht, da wird ein bisschen geschlafen, da wird ein bisschen geträumt und so. Das ist insofern eine interessante Tablette. Ich kann mich noch erinnern, dass ich mal eine Knie-OP hatte, da war ich erst, glaube 13 oder so und dann habe ich diese Tablette bekommen und dann hat mich der Zivi in den OP geschoben mit meinem Bett und das war so ein Typ, der ist dann überall mit dem Bett gegengeknallt und ist da wirklich um die Ecke gerast. Zivi wie du praktisch. Ja, so einer wie ich, ja, ne? In den Aufzug rein und Vorsicht! Ne? Und zack. Und an sich hat man ja auch Angst davor, man denkt, und diese Betäubung gleich so, die Anästhesie, wirkt die dann auch? Und naja, diese Gedanken, die man sich dann halt macht, und dann schneiden die da mein Knie auf, muss das sein und so. Man ist ja schon ein bisschen angespannt vor sowas. Aber mit dieser Tablette, völlig egal. Ich saß in diesem Bett, aufrecht drin, in so einem OP-Hemd mit hinten auf und habe mich gefühlt wie in einer wilden Maus. Das hat mir einfach Spaß gemacht. Warum hast du mir die nicht gegeben, als ich noch keinen blauen Haken hatte? Ja, weil du dann halt auch, sagen wir mal, du musst ja zwischendurch auch nochmal andere Sachen regeln. Das ist ja nicht, dein ganzes Leben dreht sich ja nicht darum. Ne? Ich wollte aber gerade noch was erzählen. Und zwei vom Sachen Skiurlaub. Ne, zwei Sachen, genau. Einmal, weil du gesagt hast, dass Gin Tonic so zeitversetzt wirkt. Wisst ihr noch, wie wir mal alle gemeinsam mit der ganzen Firma, da waren wir noch ein bisschen kleiner und da haben wir noch mehr oder weniger alle in einen Reisebus gepasst. Mhm. Und da sind wir nach Österreich gefahren zum Skifahren, alle gemeinsam. Ja. Und dann, wie es so wollte, hat dann jemand zu Hause so Drogenkekse gebacken. Ne? Mhm. Was war da drin? Ja. Crystal Meth? Hasch. Nee. Hasch war da drin. Hasch war da natürlich drin. Und da ist es ja auch so, dass man
sagen wir mal, die Wirkung, also ist nichts für ungeduldige Leute. Ich weiß, worauf dann, du hinaus willst, ja. Ja, dann ist dann irgendwie, ich glaube, Benny oder sonst einer da von den Spezialisten, ist dann da rumgelaufen und hat dann da diese kleinen Kuchen und Kekse verteilt und so. Und dann war die Idee, dass wir das jetzt halt alle essen und dann wird Bingo gespielt über das Busmikro. Mhm. Und dann, wenn du es so erzählst, klingt es schon beknackt, ey. Ja, und dann haben das alle gegessen. Und dann haben wir halt Bingo angefangen, aber Bingo macht natürlich, sagen wir mal, ungefähr nur so 5% von dem Spaß, wie es Spaß machen würde, wenn man jetzt schon, wenn die Wirkung jetzt schon eingesetzt hätte. Und dann kommt die Ungeduld ins Spiel. Und dann sagt irgendeiner, fängt dann an, Reihe 11, ach komm, gib nur mal ein. Ja, da ist wahrscheinlich viel zu wenig drin. Da ist wahrscheinlich viel zu wenig genau. drin. Und dann wird auch derjenige gefragt, sag mal, wie viel ist denn da drin? Und der sagt dann auch, ja, du, weiß ich jetzt auch nicht mehr. So, ne? Irgendwie habt das da so einmal so drüber. Das kann man ja auch schwer dosieren, muss man ja sagen. Naja, Ende vom Lied ist, den Zustand, den man erreichen wollte, an dem sind alle mit 200 km/h vorbeigerauscht. Jawohl. Der ist praktisch, also man sieht den nur so im Autofenster des eigenen Verrücktwerdens. Da sieht man kurz diesen Punkt, den man eigentlich erreichen wollte, so an sich, da sieht man sich so selber dran vorbeirasen und völlig übers Ziel hinausschießen. Und vorne liest dann noch einer mit halber Kraft noch die Zahlen vor und der halbe Bus schläft um 7:45 abends. Das war wirklich, da hat man ganz oft immer den Satz gehört, ich merke da gar nichts, ich merke da gar nichts. Das ging so eine Stunde, haben alle nichts gemerkt und auf einmal, also ich habe den Fehler auch gemacht, ich habe mir dann so ein Zelt aus meiner Decke gebaut und mir war kotzübel. Also wirklich gar kein Fun, null Gekicher, sondern einfach nur, ich wollte sterben und unter der Decke mit niemandem reden. Aber das wirft auch ein schlechtes Licht jetzt auf. Also guck mal, ich habe ganz viele Freunde, die haben normale Berufe, so die machen BWL oder Jura oder sonstiges. Ja. Und die hören jetzt wieder, dass unsere Firma auf Klassenfahrt das fährt. Das lange her, das war in den 70ern, da also waren wir alle so mal, drauf. Eben, ja. Das war eine andere Zeit, ja, das war freie Liebe. Genau, ja. Das war Experimente. Das war da. Der Sommer der Liebe. Ja, wer das die Firmenleitung wusste nichts davon damals. Die wusste da gar nichts davon. Nee. Und das war wirklich. Sah hinter ihrem Rücken. Die saß ja ganz woanders im Bus. Damals, ja. Guck mal, wir hatten uns gerade erst frei gemacht von unseren konservativen Eltern und so weiter, von dieser ganzen Nachkriegsgeneration. Und wir sind praktisch. Von der Enge Stuttgarts. Ja, wir sind praktisch die Ersten, die da durchgebrochen sind und so. Ja. Und wir hatten alle Dreadlocks und wir sind da alle barfuß in diesen Bus ohne Fenster. Erinnerst du dich noch an diesen Sommer? Ja. Schmitty war mit 5 Männern zusammen damals. Das war eine ganz verrückte Zeit. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, der hatte so eine lange Kette um aus Holz. Ich weiß nicht, das war diese Zeit, ne? Ja. Als du noch lange Haare hattest. Ne? Und wir hörten so die Songs von den Mamas und Papas. Oh, the Lisa Brown, the Lisa Brown. Ach, das war herrlich. Ja, das war eine schöne Zeit. Das war der Sommer unseres Lebens. Aber vielleicht ist da ja auch dieser Sommer. Ich habe nämlich noch eine andere Geschichte, die ich gerade so angerissen habe, die ich auch noch gerne so zumindest mal ein bisschen, weil ich erinnere mich auch nicht mehr an jedes Detail. Ich dachte, vielleicht können wir uns das zusammen wieder erarbeiten. Dass der Umstand, dass Thomas und ich mal zusammen auf Ibiza waren, noch mit unserem Freund Jano, und da waren wir und haben da Urlaub gemacht und dann habe ich an irgendeinem Tag gesagt, so, und jetzt gehen wir zu den feinen Leuten. Mhm. Ne? So war das doch. Und dann kannte ich irgendwie so einen blöden Ibiza-Nachmittags-Strandclub. Und dann habe ich gesagt, da fahren wir jetzt mal hin, dann gucken wir mal. Da musste man also ganz viel Geld bezahlen, dass man dann sich auf so ein Daybed da legen konnte. Und da waren ganz viele unsympathische Leute überall. Ja. Und jetzt erzähl du mal weiter, weil ich glaube, also niemand kann das so präzise beschreiben wie du. Also ich muss eins vorweg. Es gibt so Urlaubsorte, da fühlt man sich sofort zu Hause. Da weiß man, hier gehört man hin. Man überlegt, Auswanderer zu werden, Vox anzurufen. Ibiza gehört dann nicht dazu bei mir. Ich bin für diese Insel zu 0% gemacht. Das sind alles so Models, Instagrammer. Es ist alles arschteuer. Also ein Eintritt in einen Club kostet 120 Euro etc. Ich war doch nicht nach Ibiza. Da zahlst du da 80 Euro für deine Dose Cola Light. Da laufen deine Models, die Männer mit ihren Zigarren. Ich mach Urlaub, wo es nicht gehört. Am Betze, unten bei den Buden, wo es eine Klinger Wurst gibt, wo es ein Weizenbier gibt. Ich brauch da nicht auf der Ibiza, wo sie der Nase 10 Meter überm Strand tragen. Nee, Schmitty, mach ruhig weiter. Mach ruhig weiter, deine Beschreibung. Jetzt immer. Was ich sagen wollte, ich meine es gar nicht so, ich habe die ja nicht abschätzen. Ich habe nur gemerkt, in diesem Club bin ich nicht Mitglied. Ich habe auf dieser Insel nichts zu versuchen. So. Ich habe da das Hemd nicht ausgezogen, habe ich mich nicht getraut. Du hast ja nicht mal die Schuhe ausgezogen im ganzen Urlaub.
Auch im Pool nicht? Nee, das war wild. Wir waren einmal im Anzug im Pool. Ich muss kurz kleiner Einschub. Ja. Wir waren einmal am Strand und da lag er da, seine Mütze auf, sein Hemd an, lange Hose und Socken und Schuhe. Socken und Schuhe auf so einer Liege. Und da habe ich gesagt, sag mal, ist das hier, findest du den Urlaub denn schön? Und er lag da, als müsste er hier seine Zeit ablegen. Und Hauptsache, bald geht's wieder nach Hause. Und dann kann man wieder Filme gucken am Pool abends, wenn die scheiß Sonne weg ist. Das war sein Plan. Ja. Und dann habe ich immer, also ich habe mit dem geredet wie mit so einer Oma, ne? Ja. Ich habe dann immer gesagt, Thomas, willst du nicht mal deine Schuhe mal ausziehen? Hast du auch genug getrunken? Das ist heiß hier. Du musst aufpassen. Man muss aufpassen, dass man nicht austrocknet. Aber dann kam der Tag, in dem du uns in den Beach Club eingeladen ja, hast. Ja, vorher haben wir dich dann zu zweit genommen und haben dich mal so durchs Wasser gezogen. Vorne war das so wie so ein Handtuch. Haben wir dich weil einmal, da schon die Fliegen kamen. Ja, ja. Haben das ihn war einmal mein... so durchs knietiefe Wasser, haben ihn einmal so durchgezogen und dann auf so einer Schwimmnudel. Und dann haben wir ihn, so haben wir ihn übrigens auch genannt. Das war auch sein Spitzname im Urlaub: Schwimmnudel. Das stimmt überhaupt dann, nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Ich freue mich jetzt schon, also ich will da niemanden anstiften, ne? Das ist ja mitunter auch strafbar, die Anstiftung, aber wer so, mir so ein paar Bilder schickt von Schmiedi Jakob, als, wenn du weiterredest, rede ich über, ich fange jetzt an, über deinen Urlaub zu reden, wenn du nicht aufhörst. Okay. Jetzt sofort. So. Nee, bitte nicht. Also. Ah ja, gut. Okay. Schmidt Urlaub hat ist privat. Naja, also, da waren wir da in diesem Club, ne? Ja, und da hast du so ein Bett da gemietet. Da habe ich ein Bett für uns zwei gemietet. Daybed, ne? Hallo. Ja, und Daybed. Dieses Daybed habe ich immer nur gedacht, das ist mein komplettes Monatsgehalt, muss ich so sagen. Ja. Und deswegen konnte ich das nicht so richtig genießen. Wieso, ich habe das doch gemietet. Ja, es war mir egal. Ich habe gedacht, ich will in keiner Welt sein, in der so ein Bett, in dem man ein Bett mietet, das halt ein Monatsgehalt kostet. Weißt du, weißt du noch, wie Joko mal gesagt hat, 200 Euro ist wie nichts? Ja. Und das ist schon 10 Jahre her. Ja, es gibt einen Fernsehproduzent, der hat mal eine Ansprache gehalten vor der gesamten Crew, also auch so die Lichttechniker und so weiter, es ging um ein Quiz oder eine Spielshow. Und dann meinte er, Leute, und ich muss eins sagen, ich will, dass das hier alles reibungslos läuft. Es geht hier in dieser Show um 50.000 Euro. Das ist für viele Leute viel Geld. War das noch in der Zeit, als Sigmar Gabriel noch Fernsehshows produziert hat? Ja. Kurz danach. Für normale Leute ist das viel Geld. Ja. Ja. Mann, das ist sympathisch, Mann. Ne? Das ist sehr sympathisch. Wer könnte das gewesen sein? Weiß ich nicht. Was war denn das für ein Fernsehproduzent? Weiß ich nicht. Waren wir dabei? Psst. Naja, komisch. Komisch, irgendwas klingelt da. Ganz, ganz tief. Irgendwas klingelt da. Hinten im Kopf klingelt was. Also, der Beach Club, ne? Das war so. Gab's denn auch ganz viel frisches Jobst im Beach Club? Jobst und Gemüse? Ja. Ist so, doch da mal so zum okay, Dippen, naja, ne? Na komm. Contenance. Ja, wir wollen ja hier, sagen wir mal, die ganze Gesellschaft abbilden. Nichts Geringeres ist unser Anspruch. Jetzt hat Thomas das eine Ende schon mal abgebildet und hat hier die Dixi-Klos angeschleppt. Jetzt komme ich mal mit was anderem. Werbung. Wir sind ja hier bei Baywatch Berlin Summer Breeze und woran denkt ihr, wenn ihr an Urlaub denkt? Urlaub ist ja etwas, das man macht, obwohl es nicht unbedingt notwendig wäre. Man hat manchmal sich den Urlaub verdient, manchmal bestimmte Dinge, die man tut, stimmt, ja. Die sind schön, aber im Prinzip ist es etwas, was man sich mal gönnt. Man investiert in sich selbst. Man investiert in sich und das, was man immer schon mal machen wollte. Man macht mal Dinge, die man vielleicht schon immer auf dem Zettel hatte. Und da gibt es jetzt etwas, das ist für viele Leute sowas Ähnliches wie ein Jetski buchen oder Bananenboot fahren oder Fallschirmspringen oder Freizeitsport, wenn man so möchte. Denn es gibt jetzt von der Firma Porsche, vielleicht haben Sie es schon mal gehört, das sind schöne Autos mit einem schwungvollen, dynamischen Design und mit einem kraftvollen Auftreten. Vielleicht ist Ihnen das schon mal aufgefallen im Straßenbild, das sind so richtig schicke Dinger. Und wenn Sie jetzt sagen... Dich sehe ich da ganz oft mit, Klaas. Nicht im Straßenverkehr, ja. Dich in der Garage. Sicher. Aber man kann ja sagen, nächste Woche Dienstag plante ich, Porsche zu fahren. Ja? Vielleicht hat der eine oder andere sich schon mal bei diesem Gedanken erwischt und gesagt, soll ich mir jetzt extra einen 911er kaufen dafür, wenn ich jetzt nächste Woche Dienstag nur mal ein paar Stunden fahren will? Oder gönne ich mir mal das Erlebnis und miete mir mal einen Porsche? Und da stellt man fest, das war bislang schwierig.
Bislang, sage ich, denn es gibt jetzt Porsche Drive Rental, Leute. Ein Roadtrip to go. Man kann jetzt als Erlebnis, weil man sagt, das will ich halt mal machen. Und ich will nicht einer sein, der jetzt einfach für ein Erlebnis mal von einem bis zu 28 Tage kann man das nämlich machen, kann man sich einen Porsche mieten. Alle Modelle mit der Ausstattung, die man sich dann noch auswählen kann und so weiter. Da gibt's auch den 911er. Die Ikone der Sportwagen. Die Ikone der Sportwagen, der von allen Seiten geil aussieht. Wie ein VW Käfer, der geil auseinandergezogen ist und ein bisschen schöner abgeschliffen ist. Und den könnte ich jetzt auch nur mal, sag ich mal, 3 Stunden am Tag fahren. Könntest du 3 Stunden? Also es gibt so einen Tagestarif, ne? Das ist natürlich, muss man da ein bisschen sagen. Also jetzt gibt es eine Woche nur Leitungswasser und Zwieback. Wenn man 399 Euro pro Tag da investiert hat. Aber es gibt dafür 500 Freikilometer, ne? Bei 501, also 500, keine Ahnung, was dann passiert. Aber... Also man kann ja darüber, ne, kann man ja so denken, was man will, aber es gibt die ganzen Leute, die holen sich so eine Stretch-Limo und fahren damit durch die Kölner, über die Kölner Ringe und sowas. Ja, ja. Also ein bisschen mehr Stil für den gleichen Preis. Ja. Und du hast einen Porsche, das macht sogar für mich Sinn. Ja, siehst du wohl, ne? Hätte ich nicht gedacht, dass man dich damit nochmal kriegt. Es ist praktisch, um dir das mal klar zu machen, es ist wie ein geiles Boot nur auf der Straße. Ach so. Ja. Und, auch man muss da nicht kauft einen man, blauen Haken haben, um den fahren zu dürfen. Auch da kauft man ja jetzt nicht sofort eins. Naja, also ist auch vielleicht ein ganz gutes Geschenk, wenn ihr wisst, da gibt es einen, der will das unbedingt mal machen und das macht Spaß. Ja. Und jemand macht das jetzt statt einem Fallschirmsprung oder statt Bungee-Springen oder statt Whitewater-Rafting oder was, möchte ich jetzt einfach mal mit dem Porsche irgendwo lang donnern. Das ist möglich und zwar Porsche Drive Rental. Ihr müsst mindestens 25 Jahre alt sein, einen Führerschein mindestens 5 Jahre haben und das ist ja wohl logisch, ihr braucht eine schicke Kreditkarte dazu. Gibt es übrigens in 10 Standorten in Deutschland, also in fast jeder großen Stadt kann man das machen. In Berlin, Hamburg, Stuttgart und so weiter und so weiter. Kann und man in Saarbrücken. Auch in Saarbrücken. Also ich würde mich darüber freuen. Gibt's sowas eigentlich auch auf Sylt? Ja, sicher. Na, was für ein Glück. Also, wenn ihr dazugehören wollt, hier ist eure Eintrittskarte in die Haute Volée. Porsche Drive Rental. Viel Spaß. Möp, möp. Werbung Ende. So, also... Ja. Das ist Urlaub. Nur erzähl. Naja, also wir saßen da auf dem viel zu teuren Bett. Wir kamen erst mal rein. Das war das Erste, was ich mir bot, wo selbst ich als toleranter Ibiza-Urlauber, wo ich sage, jedem Tierchen sein Pläsierchen, soll jeder machen, was er will. Und dann sind wir da mal reingekommen, da saßen da erstmal so gefühlt so 3 übergewichtige 9-Jährige mit einem offenen Versace-Hemd und vor ihnen so ein Eimer mit einer Flasche Crystal-Wodka. Praktisch 1 Meter hinter der Box, die sich da angeschrien haben, mit teuren Gucci-Sonnenbrillen. Mhm. Also vermutlich, vielleicht waren die älter als 9, vielleicht waren die 14. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kamen die mir sehr jung vor. Und die haben da so richtig, Papas Kohle, so Anwaltssöhne oder was. Das ist so das, was ich mir vorstellen kann. Das ist so, wahrscheinlich sind es noch ganz andere Berufe, die ich gar nicht kenne, die Väter von denen haben. Ja. Aber weißt du, wie solche reichen Arschlochsöhne den teuersten Champagner nennen? Der teuerste ist ja Dom Perignon. Da sagen die einfach, nehmen wir noch eine Flasche Dompi. Dompi? Ja, komm, wir bestellen noch einen Dompi. So als würdest du sagen, ich nehme einen Becks. Ein Dompi, ist das tatsächlich, ist das so die Abkürzung, ist das so die Tankstellenabkürzung? Ja. Bringst du mir auch noch einen Dompi mit? Was kostet denn so ein Dompi im Club, Jakob? Ein Dompi kostet, glaube ich, 500 Euro. Aha, Falle, warum weißt du das? Das habe ich recherchiert, Schmitty, hallo. Weil er doch Matthias Mangiapane in die Champagnerfalle locken wollte letzte Woche. Genau, richtig. Und der trinkt doch nur Dompi. Ist der dir da eigentlich reingelatscht? Nee, der hat sich überhaupt nicht gemeldet. Der ist richtig abgehoben. Also der ist ja eigentlich so bei Vox so Schrotttester, aber der ist offenbar zu fein für seine Freunde. Was heißt denn Schrotttester? Was ist das für ein Beruf? Naja, das ist so, da kriegt er so Klimbim geschickt nach Hause und dann läuft die Kamera von Vox und dann testet der das. Ich dachte, das ist also so wie Influencer oder was? Nein, der macht das doch fürs Fernsehen. Der sagt dann hier, da gebe ich 3 von 4 Bratwürsten für den Rasensprenger. Was? Und dazu kommt noch Detlef Stevens. Ja, den kenne ich, das ist der so Schreihals einer. Von Dings. Der macht dann so pro Folge 2 Kultausraster. Und dann hat er seinen Arbeitstag auch hinter sich. Ja, Detlef Stevens. Wir schweifen ab, wir waren doch in Ibiza am Club.
Ja, in Ibiza, genau. Da. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Es waren alles Arschlöcher. Das war so. Sag mal, kann man das mal ein bisschen pointiert hätte. Kannst du mal ein bisschen Adjektive gelernt. Kannst du dir mal ein bisschen Mühe geben? Das, kannst du einfach sagen, das waren alles Arschlöcher, so ein nächstes Thema. Also, das, wenn man so die Themen abkürzt, dann kriegen wir im Podcast ja auch nicht mehr voll. Also man muss doch mal so mit so ein bisschen Spaß da rangehen. Ja. Du kannst ja jetzt nicht sagen, ja, das waren alles Arschlöcher. Das waren alles Arschlöcher. Da ist genug gesagt. Zwischendurch, da war noch hier, guck mal, du hättest dich da mal ein bisschen inspirieren lassen können, wie du da. Also du bist ja exakt in dem Outfit, in dem du jetzt hier vor mir sitzt. Mhm. Ne? So war es ja, so ja, so ja mit mir am Strand. Ich weiß nicht, liebe Zuhörer, können Sie sich das vorstellen? Ich weiß nicht, nach all den Jahren weiß ich nicht, wie Thomas Schmidt ohne T-Shirt aussieht. Das stimmt nicht. Ich schon. Ich nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Wir waren doch in der Südsee baden, Alter. Ach, stimmt. Ja, Mensch. Ja. Ach, stimmt. Da hat der das Mondlicht hat mein Körper beschienen. Du kannst dir doch alle nackt vorstellen. Ich kann mir alle nackt vorstellen, aber ich wusste nicht mehr, wie es richtig aussieht. Nee, ich habe so eine App mir runtergeladen in mein Gehirn, da werdet ihr direkt verpixelt. Sobald ihr euch aussieht. Das ist lieb. Ich habe euch so verpixelt vor Augen dann. Nein, manchmal stelle ich mir euch nackt vor, aber dann halt, also. Das ist jetzt überhaupt dein Hobby, ne? Ja. Also, du stellst dir oft Leute nackt vor und denkst dir dann so, ah, was hat denn der da für kleine Macken und Fehler? Guck mal, das ist ja witzig da mit der. Doch, doch, bist du jemand. Bin ich überhaupt nicht. Doch. Nein, du hast mir mal vor 10 Jahren gesagt, das macht man nicht, habe ich damit aufgehört. Geil. Ja. Und aber man kriegt das nicht so richtig belohnt hier. Man muss bei Schmidt muss man wirklich mehr oder weniger, das ist wie so, ich probiere wie so ein Sohn, der um die Anerkennung seines Vaters kämpft. Ach Gott. Schön. Ja, so fühle ich mich manchmal. Das wird mir jetzt zu privat. Ich habe mich wie so ein Adoptivsohn gefühlt, als wir in diesem Club da waren. Ja, so hast du dich ein bisschen aufgeführt. Ich bin da ehrlich, ich dachte auch, von mir hat er die Gene nicht, ne, als er da lag mit seinen Schuhen an. Und dann habt ihr da auf so einem Daybed da rumgerekelt und tja. Ja, dann liegt man da und dann weiß man plötzlich gar nicht mehr, was man noch machen soll. Wie, da war Modenschau. Die Pommes sind zu teuer. Da war Modenschau. Die Pommes sind zu teuer. Man weiß nicht, was man machen soll. Die Pommes sind zu teuer. Und hat Klaas ja nicht eine Pommes abgegeben von seinen Pommes? Doch, der hat da immer so einen Obstkorb bestellt und so einen Scheiß. Ja, und dann ja. Irgendwie Pommes, dann gibt es gar keine Pommes. Also, ja, wir sind doch nicht im Ruhrgebiet. Ja, Gaston, un Pommes Schranke, por favor. Das ist auch Quatsch. Also, naja, gut, das ist halt, also, vielleicht war das auch ein bisschen viel auf einmal. Vielleicht hätten wir ihn da ein bisschen, ihn so ein bisschen langsam daran führen sollen. Aber du hast recht, da war wirklich noch eine Modenschau, ne? Ja, sag ich doch, für Bademode. Ja, wirklich. Ja. Da liegst du da so, labst dich an dem Obstkorb und dann laufen da so Models durch den Club und zeigen Mode. Hätte man gleich kaufen können, ich hab's gelassen. Ja, aber ganz ehrlich, da hätte man eine Menge lernen können, ne? Also, ganz ehrlich, man hätte da eigentlich schon längst anfangen müssen mit Influencer werden und all das, ne? Das, ja. Also da, das war eigentlich das hätte die Geburtsstunde sein müssen für meine Social-Media-Aktivitäten bei Instagram. Ich habe jetzt super viel gelernt über Instagram und all das. Wie man das macht. Ja, ich habe so einen Podcast gehört mit Bonnie Strange. Aha. Bonnie Strange hat mal bei OMR? Ja, habe ich mir angehört. Und da habe ich jetzt mitgekriegt, wie das richtig geht. Also wie man das richtig macht. Ich weiß jetzt genau, wie das funktioniert. Zum Beispiel, was momentan, ich habe mir das hier alles aufgeschrieben, Moment. Was sehr gut momentan ankommt in Fotos, wo man viele Follower dazu kriegt, ist, die drei Sachen sind momentan extrem angesagt. Goldschmuck, bunte Haare und Wassermelone. Geht gerade extrem gut. Goldschmuck, bunte Haare und Wassermelone. Sagt sie das? Ja, mit was? Wenn du eine Wassermelone in der Hand hast, kommen dir die Follower praktisch einfach zur Tür reingerannt. Kaufe ich mir morgen. Du musst dir eine Wassermelone kaufen und und das ist dann auch, das hat ein super Leben, weil sie hat auch gesagt, warum macht sie das? Sie hat also keinen Weg gefunden. Die wohnt nämlich auf Ibiza. Die wohnt auf Ibiza und sie hat keinen Weg gefunden, praktisch mit so wenig Arbeit so viel Geld zu verdienen. Und deswegen ist sie das. Das hat sie gesagt. Ja, weil sie auch gesagt hat, dass, das habe ich mir auch aufgeschrieben, ich mag gerne Geld. man mit Geld, hat sie gesagt, ist halt sehr gut, wenn man Geld hat, dann kann man nämlich zum Beispiel kreativ arbeiten. Ah ja, klar. Aber die Sachen, die dann rauskommen bei der kreativen Arbeit, das ist, also, so denke ich mal, ne, ist ja nicht so wichtig, dass das irgendwie gut läuft oder so, weil man hat ja bereits Geld. Man kann da also immer da so rummachen da mit seinem Kreativkram so. Ja. Und es ist aber egal, weil man ja schon Geld hat, da muss das jetzt nicht noch, auch noch gut laufen.
Das heißt, man kann da zum Beispiel, ich denke mir mal, zum Beispiel, ich würde, wenn ich jetzt sage, was könnte man Kreatives machen? Zum Beispiel könnte man mal was Schönes filzen. Filzen? Ja, oder mal Buttons machen. Man kann sich ja so eine Buttonmaschine kaufen. Ah, ja, richtig, weißt ja. du, so, die man so runterdrückt und dann kann man sich so Buttons machen. Oder irgendwas, wo man sagt, damit wirst du nicht reich, aber wenn du Window schon... Color. Window Colors, sowas. Wenn man jetzt auf ja. Ibiza, stell ich mir vor, habe ich so ein, na jetzt nicht ein Haus, aber sagen wir mal eine Wohnung habe ich da auf Ibiza. Und dann sitze ich da und habe aber schon mein Geld. Das ja. habe ich schon. Ich heiße alles cool, ich habe Geld. Ja. Und dann kann ich so schöne Sachen machen wie Buttonmaschine, Filzen, Window Color. Schmuckdesign. Schmuckdesign. Ich kann mir Armbänder machen. Ich kann mir was in die Haare flechten. So Sachen, wo ich genau weiß, Junge, das ist jetzt nichts für einen Lebensabend. Aber jetzt gerade kann ich damit meine Seele entfalten. Ich habe gelernt, in unserer Branche, ne, die ganz, ganz großen Schwergewichte, ne, also so die ja. Top-Produzenten. So, jede Frau von diesen Top-Produzenten ist Yoga-Lehrerin. Ja. Die ist 2 Wochen dann irgendwie nach Indien gereist, kommt zurück, Yoga-Lehrerin. Das scheint auch ein Ding zu sein, das man machen kann, wenn man viel Geld hat. Ja, das also, ja. Ich finde, das ist eine gute Sache. Und, Jakob, was willst du da machen? Wenn du jetzt angenommen, du hättest jetzt sehr viel Geld, was würdest du machen? Ja. Also, tja, was würde ich da machen? Grundsätzlich meinst du? Ja. Ja, wenn ich nicht mehr arbeiten müsste. Ja, wenn es wirklich scheißegal wäre. Würdest du A, noch arbeiten in deinem jetzigen Beruf und B, wenn nicht, was würdest du machen? Also ich würde meinen jetzigen Beruf bis auf den Podcast auf einen Tag die Woche beschränken. Montags hoffe ich. Ja, montags würde ich nur noch kommen. Mhm. Aber warum das dann? Warum das? Stress. Das weil das dich. Macht ja Spaß. Ja, aber da kannst du keine Weltreise machen und nichts. Also was ist denn dann? Dann bist du ja doch, wieder wieso? Gebunden. Ich kann ja dann, nee, wieso? Ich habe ja dann so viel Geld, dann kann ich immer jetten. Dann fahre ich praktisch nach der Sendung nach Monaco. Und dann esse ich da Krabbencocktail. Ah ja. So, ne? Und dann fahre ich dann zum Café-Wochenende nach Mailand. Wo also, die besten neuen Sorten weißt du, wer das immer macht? Weißt du, wer das ja. wirklich immer macht? Das verfolge ja. ich auf Instagram. Philipp Plein. Seit er bei mir in der Sendung war, ist er praktisch auf meiner Karte aufgetaucht. Ne? Vorher, und der hat so ein Leben. Vorher wusste ich gar nicht, wie der aussieht. Und dann habe ich, nachdem der mich da besucht hat, wusste ich ja nun, wer er ist und hatte mir auch vorher ein bisschen was durchgelesen und dachte ja. mir, ach, der ist das, ne? Mit der die Klamotten für Frank Schätzing macht. Ja. Das ist der die Klamotten macht für 60-Jährige, die es nochmal wissen wollen. Ne, also ich habe durchaus übrigens auch in meinem Urlaub Leute gesehen, die ein T-Shirt anhatten, da stand drauf, Philipp Plein Addict. Oh. Ja, ja. Und der hat jetzt eine neue Kollektion, King of the Jungle heißt das oder irgendwie sowas. Da hat er jetzt so Bananen auf dem Pulli gemacht oder, naja, oh. Ich kenne mich mit Mode nie so aus. Ich habe nur bei Bonnie Strange gelernt, man muss jetzt mehr wieder mit Perücken arbeiten. Also das werde ich alles umsetzen in der nächsten Woche bei man Instagram. Man muss mehr mit Perücken, aber und man muss auch wissen, wer man ist. Wenn man nämlich nicht weiß, wer man ist, da kann man so viel Instagram machen, wie man will, das merken die Leute. Man muss nämlich seine Follower gut behandeln, hat sie auch gesagt. Das sind alles so, es klingt wie Plattitüden, aber ganz ehrlich, nehmt euch das mal zu Herzen. Mehr mit Perücken machen und seine Follower gut behandeln. Man muss entweder muss man einen geilen Style haben, man muss eine Meinung haben oder man muss was extrem Nices für den Planeten machen. Das ist ja alles super Tipps. Das sind die Dinge, wenn du das machst und man muss halt rumhängen, weil das ist nämlich auch ein Problem, ich wollte euch das jetzt nicht so sagen, aber ich finde das hier für den Podcast alles geil so. Ne? Mhm. Aber wie ihr praktisch davon profitiert, was bei mir an Followern links und rechts runterfällt, das finde ich andersrum. Ich habe nichts davon, dass ich mit euch rumhänge. Wisst ihr, also weil es ist halt schon so, dass jetzt erfolgreiche Influencer, wie ich jetzt einer bin zum Beispiel, demnächst, ne? Wenn ich also noch mehr Follower habe. Ja. Ne? Ich guck mal, wie viele du gerade hast. Irgendwie so 400.000 oder sowas habe ich. 431.000. 431.000 ja. so. Und ich möchte noch viel mehr Follower haben, weiß ich auch nicht warum, will ich halt haben. Ne? Mhm. Und dafür muss ich aber mit anderen Influencern rumhängen und wir müssen gemeinsam Fotos machen und uns gegenseitig vertaggen die ganze Zeit. Es bringt mir null, wenn ich mit euch rumhänge. Ja, aber dann such dir doch ein Urlaubsziel, ja, wo die alle rumhängen, ja. wo du einfach nur durch den Garten laufen musst, so am Pool entlang und dann kannst du so mit jedem ein Foto machen. Könnte man das nicht so machen, wie diese Typen da das mal mit dem Olympiastadion mit den Petitionen probiert haben? Dass man einmal den großen Follower-Riesenboom mal macht, indem wir uns alle, wenn also, ne, Gottlob, Corona muss vorbei sein, also sagen wir mal in 9 oder 10 Jahren, ja. treffen wir uns im Olympiastadion, alle, wir ganzen Influencer, ach, das gibt's ja schon, das heißt Coachella, oder?
Ja. Aber ich habe mir Gedanken gemacht, Klausi, wie wir im Grunde all diese Bedürfnisse bündeln können. Ja. Ich war jetzt auch gerade im Urlaub und Urlaub ist ja was sehr Schönes, ne? Und wir könnten praktisch ein Leben haben wie Bonnie Strange und diese ganzen Leute miteinander treffen, indem wir uns qualifizieren. Und das müssen wir rausfinden, wie für das sogenannte Gala Man Buddy Weekend. Oh. Ist euch das ein Begriff? Nee. Nein. Also das ist von der illustrierten Gala. Gala ist so ein bisschen wie GQ für Reihenhaus, ne? Ja, es ist die bunte, aber nicht mit dem ganzen störenden Text. Also es gibt praktisch noch weniger Informationen als in der bunten, dafür noch größere, hochglanzigere Bilder. Muss man entscheiden, was man besser findet. Aber die Gala, das finde ich schon mal gut, richtet das sogenannte Buddy Weekend aus. Es gibt wohl auch eine Gala Men für Männer. Kann man sich da anmelden oder wie? Ja, das ist die Frage, das müssen wir eben rausfinden. Da dürfen prominente Männer hin. Und die werden dann irgendwie geschifft nach Sylt oder nach sonst wohin in irgendwelche schönen Hotels und dann hängen die da ab mit der einzigen kleinen Randnotiz, dass die Gala halt davon die ganze Zeit Fotos macht. Das ist ja wurscht. Und da würden wir dann zusammen jetzt, ob die Fotos jetzt Joko macht oder die Gala, ist mir am Ende auch wurscht. Warte, aber ich sag euch mal, was man da machen kann, ja? Und ihr sagt mal, ob ihr darauf Bock habt, das mit mir zu erleben. Ja. Hier gibt es zum Beispiel ein Beispiel aus dem Jahr 2015. Da war die ganze Truppe, die ganzen Buddies waren da auf Sylt. Und da haben die zum Beispiel Buhl gespielt. Mögt ihr Buhl? Ja, super, kann man mal machen. Ich check Buhl nicht. Also es ist so wie, also kennt ihr Boseln? Nee. Boseln. Ja, das ist die norddeutsche Buhl. Ja, da ist man, aber ne? da ist man schön besoffen am Ende wenigstens. Ja, du wirfst halt auch, so eine Kugel, also so schwer kannst du nicht aber sein. Aber das ist doch der bewusste Unterschied zwischen Buhl und Boccia. Das ist dasselbe, aber Buhl spielt man nicht im Sand. Aber Boseln ist viel geiler. Frag mal Basti, der kennt Boseln 100 Pro. Was denn, das auf Pferdemist? Nee, das weiß keiner mehr. Das Problem ist, dass man das zu diesem Spiel Boseln, das hat auch was mit Kugeln zu tun. Aber dadurch, da trinkt man immer so viel, dass praktisch, wenn man einmal die Regeln verstanden hat, weiß man sie hinterher nicht mehr. Ja. Deswegen haben sich die Regeln nie überliefert. Das ist also ein ganz schlechtes Generationenstille-Post, was nicht funktioniert hat. Und deswegen sind nur noch so Fragmente, ist im Prinzip wie Jumanji. Ah ja. Wenn man es einmal anfängt, kommt man da nur sehr schwer noch lebend wieder raus. Und man versteckt es irgendwo dann im Garten und Generationen später findet irgendeiner den Boselkoffer. Und hört es da drin so ein bisschen klopfen in der Kiste, macht dann auf und dann kommt so eine Musik von Klaus und Klaus und dann ist man praktisch im Bosel-Jumanji. Also halten wir fest, das machen wir. Genau, wir müssen eingeladen werden zum Gala Buddy Week. Ja, was sind denn noch so Programmpunkte, bevor wir uns da... Naja, man geht zum Beispiel, also hier ist, wie gesagt, da merkt man auch, dass es 2015 sind, die Bilder, die gehen alle zusammen im La Martina Shop einkaufen. Ist das diese Dieter Bohlen-Marke? Genau, La Martina. Das sind so. Dann fahren hier alle mit dem Jeep. Dann gibt's Essen von Tim Melzer und so. Also das geht, also das macht uns richtig Spaß, glaube ich. Also liebe Gala, ladet uns ein. Und Jochen Schropp ist auch immer auf jeder Reise dabei. Schroppi, vielleicht kannst du für uns ein gutes Wort einlegen. Schroppi, was will denn da Schroppi da? Der Schroppi kennt sich mit sowas aus. Aha. Er weiß sowas. Nicht. Also irgendwie. Nee, Klaas, nicht schon wieder so. Jetzt wir schon wieder das. So negativ gleich, ja, ne? Ich weiß. Ich sehe uns da schon. Der hat mir den ganzen Ibiza-Urlaub versaut. Mit Johannes B. Kerner. Und du willst uns das jetzt schon mal nicht machen, bevor die Einladung überhaupt ausgesprochen ist. Was soll ich denn da mit dem Bogen schießen mit Jörg Pilawa irgendwo nach Bad Pyrmont? Das ist mir doch scheißegal. Ich will gerne mit dem Jörg Pilawa Bogen schießen. Und ich will auch mit Johannes B. Kerner und seiner neuen Freundin will ich Krebse essen. Und dann möchte ich da an dem Strand langlaufen im Wind. Das wollen Schmidti und ich. Klar. Ja. Jetzt hör auf, uns das mies zu machen. Ich möchte da, mit Guido Maria Kretschmer auch irgendwie ab. Ich möchte mit Hubertus Meyer Burkhardt töpfern. In der Bretagne. Da geh doch einfach in die NDR Talkshow. Also das habe ich noch nicht so richtig verstanden. Also wie bewerben wir uns dafür? Ja, das muss ich jetzt rausfinden. Oder das müssen die HörerInnen für uns rausfinden. Ah ja, okay. Aha, die müssen uns da anmelden. Die müssen uns ich da möchte Laser Tag mit Erol Sander. Oh, herrlich. Herrlich. Sowas, weißt du, ein bisschen moderner. Ich will mit Iris Berben Window-Color machen. Oh, gut. Mit Iris Berben. Ich möchte mit Ursula Carven ein Erdloch rauchen. Oh. Das sind doch so Gala-Promis, oder? Ja. Das ist ja auch so eine Yoga-Tante, ja. Ja. Ja, sowas möchte ich. Das wird alles schlimm. Schmidti, was willst du machen? Ich will einfach nur bei euch sein.
Du willst mit. Schön. Du willst einfach mit, ne? Einfach mit und. Du kannst mit Henning Baum Shuffleboard spielen. Auch okay. Oder? Das ist auch cool. Henning Baum, weißt du, was ich von Henning Baum mal gehört habe? Dass was der denn? Am Set wohl, ich weiß nicht, bei welchem Film, das habe ich nur so der gehört. Der Bulle wahrscheinlich, ne? Da kennt man ihn her. Nee, man kennt ihn auch von hier Jim Knopf und von so anderen Sachen, ne? Also der ist ja, und hier hat er nicht auch mal irgendwie so was Seewolf-mäßiges gespielt oder sowas? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er ja wirklich ein kerniger Typ. Ja. Und ist, glaube ich, irgendwie 4 Meter groß und so und hat so richtig so große Pranken und so weiter. Und ist ja eigentlich auch so ein Typ, wo man sagt, ja, das ist so einer, so ein Freund zum Anfassen, so einer, der sagt, komm mal her. So, und der, mit dem man so durch dick und dünn gehen kann und Pferde stehlen und so weiter. Aber was mich sehr erstaunt hat, ist, dass man ja, normalerweise sind wir in einem Dudes-Business. Beim Fernsehen und beim Film wird sich geduzt. Bei der SPD, beim Film, beim Fernsehen wird sich geduzt, normalerweise. Das ist so. Nur er hat durchgesetzt Herr Baum am Set. Herr Baum. Das ist sympathisch, oder? Ja. Herr Baum, darf ich Sie verkabeln? Aber ich weiß nicht, ob er dann auch alle gesiezt hat oder ob er dann zurückgeduzt hat, was natürlich dann, das ist richtig scheiße. Möchte er denn, das wenn er so machen? In seinem Kanada-Männer-Outfit im Wald Bäume hackt, will er dann Herr Baum genannt werden auch, von, wenn er jetzt der Förster vorbeikommt? Ja, beim Lumberjack. Die anderen Lumberjack-Kandidaten müssen ihn auch Herr Baum nennen. Herr Baum, haben Sie noch 2 Kilo Steak für mich? Ja, nee, man muss ihn schon Herr Baum nennen. Herr Baum, das habe ich nur Sie so gehört. Ich meine, das kann ja auch eine Form von extra, also weißt du, lieber so als zu nah dran. Also man muss ja jedem Schauspieler und jedem Menschen in der Öffentlichkeit, muss man ja sagen, also eine gewisse Distanz wahren, ist ja gerade in diesen Zeiten ja perfekt. Ja. Und ich glaube, mit so einem, wenn man sich das Sie anbietet, da fällt es einem auch leichter, nicht so nah zusammenzustehen. Also ich finde das gar nicht mal so schlecht und will das gar nicht verurteilen. Öfter mal das Sie anbieten, ja. Es gibt zum Beispiel beim Film, wenn du jetzt, das ist eigentlich ganz lustig, wenn man jetzt eine Serie hat zum Beispiel, ne? Und oder einen Film oder so, ne? Und dann reden alle miteinander. Und manchmal improvisiert man natürlich auch so ein bisschen und es gibt den Text und manchmal geht man dann so drüber und sagt, ja, war jetzt nicht ganz der Text, aber im Prinzip kann man das so lassen, war eh gut und so, ne? In der Spielfreude muss man natürlich aufpassen, dass die verschiedenen Formen der gegenseitigen Anrede bewahrt bleiben. Und deswegen gibt es immer eine Dusi-Liste. Wer duzt wen, wer siezt wen? Wirklich? Ja, eine Dusi-Liste. Wo hängt die dann am Trailer? Ja, die muss man am besten im Kopf haben. Eine Dusi-Liste oder kann man auch irgendwie aufschreiben natürlich. Ne? Ja. Im Idealfall, man muss gerade bei langlaufenden Projekten, bei so Serien, die jahrelang laufen, brauchst du eine Dusi-Liste. Wann hat jemandem das Sie angeboten oder das Du? Wie redet man miteinander? Eine Dusi-Liste. Krass. Günther Jauch zum Beispiel hat auch im OMR-Podcast erzählt, dass er einfach grundsätzlich nur siezt. Ja, Günther Jauch, das stimmt. Aber das der sieht seine so. Auch selber, ja. Da muss man auch sagen, das hat er erzählt, da muss man auch, man sagt Herr Jauch und nicht zum Beispiel Günni. Das sagt man nicht. Ne, man sagt nicht Günni, nicht Günni, nicht. Leute, wenn ihr irgendwo Günther Jauch im Zug oder sonst wo, nicht Günni, Herr Jauch. Werbung. Ja, come vedi. Sto pensando a te, perché? Also, das ist echtes Italienisch. Das ist Eros Ramazzotti, wer es nicht erkannt hat, der supergeile Powerballade Corso della Vita. Weiß ich auch nicht. Das konntest du vor wenigen Wochen noch gar nicht. Wie hast du das denn gelernt? Das halte ich für ein Gerücht. Aber wenn man, ich weiß ja gar nicht, was ich da singe. Ja? Also ich kann überhaupt nicht verstehen, wenn ich zum Beispiel sage, sarà, sarà Aurora, per me sarà così. Da weiß ich gar nicht, was das heißt. Ja. Ich wüsste aber gerne, was das heißt. Ich habe aber keine Zeit für Sprachkurs, weil ich ein viel beschäftigter Business-Typ bin. Was mache ich also? Ich lade mir einfach eine App runter und das könnt ihr jetzt auch. Die App heißt Bubble und da gibt es alle Informationen, bubble.com/audio, da gibt es alles, was man wissen muss und es ist ein klares und simples Interface und ihr könnt 14 verschiedene Sprachen lernen, darunter Englisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch, Türkisch. Man lernt das mit echten Dialogen richtig zu sprechen, anstatt jetzt nur so einzelne Wörter oder Sätze. Man übt gezielt Sprechen, man trainiert die Aussprache mit so einer Spracherkennungsfunktion. Grammatik kann man leicht erkennen, man erhält da so nützliche Tipps, während man lernt und diese ganzen Kursinhalte, die da angeboten werden, sind von Sprachlernexperten für deutsche Lernende speziell erstellt worden. Und aber so eine Moment. Lektion dauert nur 15 Minuten. Das ist gut.
Ah, das hätte ich nicht gedacht, weil ich habe da, also das macht man so statt irgendwie, früher hat man Snake gespielt. Genau. Und jetzt kann man irgendwie am Handy oder so, machst du 15 Minuten am Tag und plötzlich macht der Französisch-Urlaub wieder Spaß. Ja, und du kannst halt mehr als nur irgendwie so ein italienische Chanson da mitsingen, sondern du weißt auch, was du redest. Also schlaue Leute von der Universität Yale haben in einer Studie rausgefunden über Bubble, dass man in 3 Monaten schon 100% der Sprechfähigkeit verbessern kann. Also es geht dann weit darüber hinaus, du kannst dann schon die ersten Gespräche führen. Ja, also es ist alles möglich und es ist tatsächlich, macht total Spaß. Ich habe es auch schon ausprobiert und finde das gut. Mit dem Code LEARNONTHEBEACH zusammengeschrieben erhalten die Zuhörer jetzt hier von Baywatch Berlin, also ihr, ne, 6 Monate für das Bubble-Jahresabo geschenkt. Also praktisch 12 Monate für 6 Monate für den Preis. Ist doch geil, oder? Alle Infos auf bubble.com/audio und natürlich in den Shownotes alles, was ihr wissen müsst. Tschüss wie Baguette. Perché non prendiamo un altro drink? Tel Aviv, wie der Franzose sagt. Werbung Ende! Könnt ihr mich auch Herr Schmidt nennen ab jetzt? Dieses Schmitti da, das nimmt auch komische Formen. Ist dir zu kumpelig? An. Ist dir das so angekumpelt? Ja, wir können es ja gleich mal ausprobieren, denn Klaas und ich, wir haben jetzt eine Frage an den Prominenten. Fragen an den Prominenten. Oh Gott. Ja, Schmitti, Sie sind ja jetzt Inhaber eines blauen Hakens bei Instagram. Das ist richtig. Seit letzter Woche. Ja, ja. Wie hat sich Ihr Leben verändert? Also es heißt ja immer, wenn es gibt das geflügelte Wort, so Geld macht nicht glücklich. Ne? Das kann ich nicht bestätigen für den blauen Haken. Seitdem ist mein Leben um 100% besser. Es ist Folgendes passiert. Ich wurde von einem Bekannten, einem Freund auf ein Schiff eingeladen und durfte mit ihm abends im Sonnenuntergang die Spree runtertrimmen. Deswegen. Also vorher wurde ich nicht gefragt. Vorher, ich sag's nur, also ich kann es jetzt nicht bewerten, aber vorher wurde ich nicht gefragt. Dann habe ich mir einen Rasenroboter gekauft. So als Belohnung für das, was man da geleistet hat. Und ich muss auch sagen, so, wir sind ja in der Branche, wenn man sich nicht ganz tappig dran stellt, dann kriegt man irgendwann mal so einen Preis nachgeschmissen. Also dann kriegst du den Krimi-Preis, Fernsehpreis und sowas. Und das interessiert meine Eltern, die sind da so abgestumpft, aber mit dem blauen Haken, das wussten die so richtig zu feiern. Also da hat meine Mutter nochmal den guten Sekt rausgeholt. Und irgendwie da. Aber daran kann man tatsächlich auch mal sehen, wie wenig Highlights da wohl in der Vergangenheit waren. Dass da irgendwann wird da wirklich auch jeder noch so an den Haaren herbeigezogene Grund genommen, damit das gute Geschirr rausgeholt wird. Ja. Bei den Schmitz zu Hause. Aber Obacht, ich habe auch schon die Schattenseiten bemerkt. Mein Bruder hat mich direkt angeschrieben, ob ich ihm Gingerbier besorgen könnte. Ob ich nicht mal Werbung machen könnte für irgendwie Gingerbier, da hat er Bock drauf. Und Toffifees. Er mag Toffifee. Und jetzt, wo ich dann so einen blauen Haken habe, ob ich dann nicht mal Toffifee da essen könnte. Und dann kriegen wir das paketweise geschickt. Dann kann ich ihm das ins Saarland schicken. Du willst, also er will dich jetzt also richtig so missbrauchen. Zum Influencer. Ja. Hast du denn sowas vor? Weil man kann ja, habe ich dir ja gerade gesagt, ne? Also ich habe ja noch ein paar mehr Regeln, ne? Wie man sich als Influencer zu verhalten hat jetzt. Mhm. Ich weiß jetzt ja hundertprozentig, wie das geht. Und wir könnten dich ja eigentlich, das wäre eigentlich nicht schlecht, wenn du so eine Art Späti da aufmachst, ne? Also umsonst praktisch. Und wir wollen jetzt ja gar nicht, ich meine, das können wir hier so besprechen unter uns und unter unseren Zuhörern, das kriegen jetzt die großen Filme ja nicht mit. Und ich möchte dich auch genauso aufstellen, im Prinzip auch wie Bonnie Strange. Ich will aus dir wirklich so eine 360-Grad-Vermarktungsmaschine machen mit Herz und Leidenschaft. Mhm. Man muss alle Produkte mögen, aber es soll genau wie bei ihr die Bandbreite von Prada bis Obi, soll alles abgedeckt von sein. Von Dixi-Klo bis Gucci. Muss alles da sein. Und das wäre doch eigentlich ganz gut, weil du bist ja auch jemand, du stürzt dich ja auf jeden Werbepartner und sagst, dass du das alles super findest. Wollen wir nicht mal ernsthaft probieren, ob wir bei dir auf dem Instagram-Account ein paar Firmen dazu kriegen, dass du da Werbung machst, vielleicht auch noch ein bisschen Aufwandsentschädigung bekommst, aber vor allem Produkte, die wir drei dann essen können. Oder anziehen. Oder also viele Süßigkeiten. Oder Getränke, fände ich auch gut. Ich würde jetzt erstmal sagen, wir nehmen mal, was kommt. Ja. Also jetzt ein Dixi-Klo brauchst du jetzt nicht. Ja, aber es sollte schon nützlicher sein als ein Dixi-Klo. Redet nicht so über meinen Werbepartner Numero Uno. Aber der hat sich auch nicht mehr gemeldet, ehrlich gesagt. Der hat sich nicht mehr gemeldet. Das ist ja auch traurig. Ich fände es so witzig, wenn wir ich finde das so lustig, wenn ich dich so erwischen würde, wie du so in der Warteschleife bei Dixi hängst. Also, ob du den Geschäftsführer mal sprechen kannst, was jetzt ist mit dem Werbevertrag.
Ja, aber ich muss sagen, ne, das habt ihr ja auch schon gemerkt, mir ist das wirklich egal. Ich halte alles in die Kamera. Ja. Ja, das also, ist mir völlig wurscht. Es ist jetzt, also viel, sagen wir mal, weiter aufmachen kann man die Tür ja nicht, liebe Werbepartner da draußen. Wenn Sie sagen, wir haben jahrelang Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Euro in Werbung im zum Beispiel alten, guten alten TV verschenkt, muss man sagen, dann machen Sie es bitte weiter, weil wir ja auch noch beim TV, also da über den Kanal schöpfen wir nicht am Ast sägen, auf dem wir sitzen. So ist ne? es, an dem, über den Kanal schöpfen wir ja auch reichlich noch ab. Aber wir möchten trotzdem vielleicht auch für einen schmaleren Taler, weil Schmitty ist jetzt, sagen wir mal, kein Top-Influencer, was jetzt die Followerzahl also, angeht. Was die Followerzahl also, angeht. Du bist jetzt noch nicht bei einer Million. Ja, aber das sind wertvolle Follower. Das ist kein Kropfzeug. Bei mir sind nur Edelfans. Absolut. Er hat keine Karteileichen und wenig Bots. Ja. Und die können auch aktiviert werden und die rennen wirklich los und kaufen sich alles. Und das ist, was würdest du sagen, gehobene Mittelschicht von der Kaufkraft? Minimum. Also Abi hat da jeder. Also da lehnst du dich aus dem Fenster. Da bin ich mir nicht sicher. Also ein paar haben Abi. Ja, ein paar haben Abi. Nehmen wir an. Und also liebe Firmen, rauf da auf den Schmitty, der macht alles. Mhm. Und immer so viel mitschicken, dass man das gut unter dreien aufteilen kann. Das ist wichtig. Das ist fast einer der entscheidendsten Faktoren. Also auch für Technik, ne? Also da kann ich auch glaubwürdig für werben. Mhm. Ja, also, sag mal, was ich noch wissen wollte. Ich suche gerade ein neues Sofa. Nee, ich hab noch eine Frage. Ist eigentlich auch wieder eine Frage an den Prominenten, aber das sparen wir uns jetzt mal. Klar, ich habe so ein bisschen Angst. Also wir machen das jetzt ja auch schon lange, ne? Nicht diesen Podcast, sondern gemeinsam im Showbusiness rumhängen. Ja. Du vor der Kamera, ich hinter der Kamera. Und ich habe eins festgestellt, es gibt immer so Wellenbewegungen. Das heißt, man ist für eine kurze Zeit ist man der heiße Scheiß. So. Und alle finden einen gut und es gibt so einen Konsens. Und dann wird es plötzlich schick, jemanden scheiße zu finden. Ja. Und ich habe, ich gucke jetzt auch so ein bisschen, also ich kriege ja wahnsinnig viele Anfragen gerade bei Instagram oder die mir auch gratulieren zum blauen Haken. Und dann lese ich aber unter diesen Tausenden die zwei raus, die sagen, naja, wäre aber geiler, wenn der mitmachen würde. Oder früher war es cooler, ist langweilig geworden und so. Ja. Und ich habe so Angst davor, dass jetzt diese Welle kommt, wo man dann gehasst wird. Nein. Die zwei, die du da rausgesucht hast, es gibt jetzt 500 gute Kommentare und zwei, die nicht so gut sind. Ja, ich lese nur die. Genau, und die beiden haben auch nur recht. Ja, danke. Also die zwei, die da geschrieben haben, das wäre besser, wenn da jemand anders wäre als der Schmitty zum Beispiel. Ja. Ne? Da gibt es ja vielleicht noch andere Mitarbeiter oder so. Das muss man sagen, das sind die zwei, die ehrlich zu dir sind. Die anderen sind Schulterklopfer und Furzweckschnüffler. Mhm. Und die zwei, die dir einfach mal frei heraus die Meinung sagen, die solltest du dich halten, das sind deine wahren Freunde. Und wenn du denen jetzt zurückschreibst und sagst, erzähl doch mal und so, wirst du merken, da ist ein ganz starkes Band zwischen euch. Das sind Menschen, die dir nur helfen wollen. Da will dich keiner einfach aus Langeweile beleidigen oder einfach mal irgendwas schreiben, weil man das Gefühl hat, haha, das war ich. Ich habe den beleidigt. Ich kann hier im Internet irgendwas schreiben und dann muss der das lesen. So Leute sind das nicht. Nee, so Leute sind das nicht. Nein. Das sind einfach Leute, die dir mal gerade raus, echte Freunde. Mhm. Nicht welche, die dir nach dem Mund reden und jetzt auf einmal da sind und in einem Dunstkreis hier stehen wie deine Entourage. Die meinen es besonders gut mit dir, Schmitty. Wo es auf einmal läuft und die so ein bisschen was abhaben wollen von deinem, sag mal, du bist ja eigentlich wie George Clooney mit so spätem Ruhm. Ne? Also du warst ja erst grau und dann berühmt. Aber so heißt auch seine Biografie. Dann habe ich das richtig eingeschätzt. Ja, das hast du richtig eingeschätzt. Ja, aber jetzt mal den... Und den Wahrheitsgehalt dieser Nachrichten, die du da bekommst, den kann man immer ablesen. Also es ist immer... Also es ist, verhält sich gleichmäßig proportional zu den Rechtschreibfehlern in der Nachricht, die du bekommst, steigt auch der Wahrheitsgehalt der Aussage. Umso mehr Rechtschreibfehler, desto wahrer ist es, was die Leute schreiben. Ja, jetzt hast du es so ein bisschen weggegackt, ne? Aber trifft dich das so ganz tief in deinem Herz, wenn du einen schlechten Tweet über dich liest? Gib mal zu, trifft dich das irgendwo, denkst dir so, ah, fuck, scheiße, ey, was ist, wenn das jetzt so eine Welle wird und dann wird es auf einmal schick, den Häufer Umlauf zu hassen oder so? Also du bist wirklich ein ausgemachtes Beispiel für Negativität. Ich sollte nicht in die Öffentlichkeit. Nein, überhaupt nicht, du bist gar nicht eine Tüte dafür. Das ist mir original, ich krieg das original nicht mal mit. So, und das, ich habe mir noch nie solche Gedanken gemacht, weil es auch gar nicht darum geht. Es ist auch nicht so, dass das jetzt praktisch ein Gesetz ist, dass es so sein soll. Ich finde, was ich finde, und da muss man auch ehrlich sein, also wenn man jetzt jemand ist, der zum Beispiel Kritiken liest oder so, also ernst gemeinte Kritiken, und da ist eine richtig vernichtend und so, aber man muss feststellen, der hat irgendwie recht. Das sind die, die mich treffen, sind meistens die, wo ich denke, da ist was dran. Mhm. Das stimmt, da hat jemand die eine Sache
um die ich gedanklich vielleicht auch so einen kleinen Bogen gemacht habe in meiner Selbstreflexion, weil ich vielleicht gar keinen Bock habe, mich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, weil ich merke, es stimmt schon irgendwie alles, aber ich will vielleicht gar nicht, das jetzt zu wahrhaben. Und dann kommt einer und schreibt genau das auf, messerscharf beobachtet und sagt, so einer bist du nämlich. Weißt du, woran und das geht mir auf die Nerven, weil ich dann so denke, ja, und manchmal kann man es ändern. Manche Sachen sind auch eben so, da muss man dann auch mit seiner eigenen Unzulänglichkeit dann irgendwann mal abschließen und sagen, ja, so bin ich dann offenbar wohl. Und dann gibt es natürlich den schönen Gottschalk-Moment, den ich noch lange nicht erreicht habe, aber den der irgendwann mal zumindest vorgeblich erreicht hat. Und das finde ich eigentlich den Zustand, den man erreichen muss. Der hat irgendwann nach jeder Wetten-Dass-Sendung immer eine schlechte Kritik gekriegt. Das war eigentlich fast wie eine Tradition und trotzdem hat ihn das genervt. Auch wenn er danach wieder nach Malibu geflogen ist und alles war geil. Dann stand trotzdem irgendwo in der Zeitung, war wieder scheiße. Ne? Ja. Hier hat wieder irgendwelche Hollywood-Stars angefummelt und alles langweilig. Seichte Fragen. Seichte Fragen, ja. Ne? So, und komisch, er war gar nicht investigativ. Mhm. Merkwürdig und so. Richtiger Quatsch. Und der hat sich irgendwann hingestellt und hat gesagt, Leute, ja, aber ich kann es nicht besser. Und das ist halt eine total gute Haltung, wo man sagt, ja, Leute, ich mache hier, was irgendwie möglich ist. Es scheint ja wohl noch genug Leute zu geben, die das gut finden. Also das Feedback auf der Straße ist jetzt nicht ganz so schlecht, kann ich Ihnen sagen. Und ihr könnt da eure Kritiken schreiben, jeder hat so seinen Job. Aber ich kann das halt nicht besser. Also kritisiert mich ruhig. Vielleicht habt ihr recht, vielleicht auch nicht. Beim nächsten Mal werde ich es wieder genau so machen, weil in mir nicht die Fähigkeit vorhanden ist, es anders zu machen. Das ist, glaube ich, das ist der beste Tipp, den du mir je gegeben hast. Für alles, was da jetzt noch kommt und egal wie, da werde ich immer nur sagen, und das ist ja wahr, ich kann es nicht besser. Ich bin dafür nicht gemacht. Ja. Aber ich habe noch eine Sache. Ich glaube, wenn du vorhin sagst, so, dich trifft eine Kritik, wo du so das Gefühl hast, die ist berechtigt, ja, dann kommen wir wieder an das, was wir hier in dem Podcast auch schon mal besprochen haben, dass, glaube ich, jeder, wirklich ausnahmslos jeder, der vor der Kamera rumläuft, oder in der Öffentlichkeit steht, das Gefühl hat, irgendwann klopft es an deiner Tür, sie haben dich ertappt, dass du eigentlich überhaupt nichts kannst, ziehen dich raus und sagen, ab jetzt Schreiner. Ne? So, und ich glaube, das spielt eine Rolle, weil da hat jemand so einen Punkt getroffen, wo du dich ertappt fühlst, wo du denkst, oh scheiße, jetzt hat der den Leuten verraten, dass ich gar nicht so perfekt bin, wie die Öffentlichkeit mich manchmal sieht, zu manchen Zeiten. Ja, aber das ist ja auch, ja, das würde ich abstufen, weil das zumindest in, also ich glaube, wenn man halt so eine öffentliche Person ist, die darauf so abzielt, keine Fehler zu machen und auch das Image vielleicht auch so ist, dass alles immer total glatt laufen muss, ja, dann gibt es da natürlich eine höhere Trefferquote mit solchen Dingen. Aber ich habe das nie behauptet, ehrlicherweise. Also es gibt genug Sachen, die da schief laufen. Und wenn irgendwann mal was scheiße ist oder war, dann sage ich das auch. Da kommt es auch schon mal vor, dass man sich dann mal für irgendwas entschuldigt und sagt, so war es nicht gemeint. Oh, da haben wir was falsch gemacht. Oh, ich bin jetzt seit 15 Jahren im Fernsehen und ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin auch erwachsen geworden in der Zeit. Und zwar unter den Augen von allen, die da draußen sind und zuschauen. Da lief da nicht immer alles richtig und nicht immer alles gut und so. Und das muss man dann auch akzeptieren, dass es dann so ist. Und ich glaube, es gibt wenig so öffentliche Personen, die überhaupt die Möglichkeit haben, viele wollen das ja auch gar nicht, so viel von ihnen selber privat darzustellen. Mhm. Also wenn du jetzt eine Spielshow moderierst, dann geht es um die Spielshow. Dann geht es darum, schafft der Kandidat von A nach B zu laufen, was hatte der für eine Zeit und so weiter. Sowas kannst du im Prinzip 30 Jahre machen. Du bist dann da der Moderator, die Leute kennen dich, du bist in irgendeiner Form prominent, aber die wissen nicht wirklich, wie du bist, weil das Format gar nicht hergibt, dich und deine eigene Persönlichkeit oder deine Entwicklung über die Jahre oder dein Erwachsenwerden so auszubreiten. Mhm. In den Shows, die wir gemacht haben, hat man immer mitbekommen, wer wir zu welchem Zeitpunkt waren und wer wir vielleicht noch, auch noch nicht waren oder wer wir werden wollten, was nicht geklappt hat oder wer wir rückblickend sind und so. Ne? Das sind alles so Dinge, die kann man zumindest in Facetten klar machen. Natürlich ist das nicht immer 100% von dem, was man ist, weil es immer nur so eine Facette ist, die man ausspielt, aber deutlich mehr als in anderen Formaten, die das halt nicht zulassen. Und das ist natürlich eine Fehlbarkeit, die einen auch vielleicht an eigene Freunde erinnert oder so. Jeder hat einen großen Freundeskreis und jeder weiß, dass jeder mal durch eine merkwürdige Phase gegangen ist. Und man weiß, weißt du noch, vor 5 Jahren, da warst du aber auch komisch drauf. Das kennt jeder. Und in gewisser Weise passiert uns das manchmal auch. Und ich finde, dieses Loch in der Rüstung kann man sich dann durchaus auch mal zugestehen. Ich glaube, es gibt ja auch viele Promis, die vielleicht aus einer anderen Ecke kamen und dann plötzlich prominent geworden sind im klassischen Fernsehen so und dann immer so Schwierigkeiten haben,
mit ihrer Vergangenheit, dass sie sich so immer Angst haben, nicht mehr Street zu sein, nicht mehr real zu sein, sich zu verraten, zu verkaufen. Die müssen dann plötzlich Trailer sprechen, die müssen plötzlich irgendwie den Weg nochmal entlang gehen, damit das ordentlich gefilmt wird und so. Und das widerspricht deren Indie-Gedanken. Und sowas hattest du aber nie, ne? Also du warst immer straight, ich mache hier Fernsehen, ich will hier Quatsch machen. Zumindest ich hatte keine Zeit, mich in einer Subkultur zu etablieren vorher. Also es gab keine Subkultur, die mich hätte anziehen. Deine Subkultur war Viva. meine Subkultur war mein Friseurbetrieb. Also, Gülcan Kamps war dein Tokotronic. Wollte ich gerade sagen, mehr Underground ging nicht bei mir. Und insofern habe ich praktisch nicht irgendwie das Gefühl, wenn die das jetzt machen, dann schmeißen die mich hier aus der Hamburger Schule oder sonst wo raus. Ja, also kann ja alles möglich sein. Kannst du das verstehen, dass man dann so einen Kampf führt, einen inneren? Ja, na klar. Ja. Guck mal, es gibt George Michael, über den wir heute auch schon mal jetzt nicht ganz so nett, weil recht informell haben wir schon mal über den geredet heute, George Michael. Aber es war ja ein toller Typ, den ich irgendwie super fand, ne? Der nun auch viele innere Kämpfe offenbar mit sich geführt hat, aber dadurch in Interviews immer ganz reflektiert war. Und es lohnt sich heute noch, also sich alte George Michael Interviews mal anzugucken, weil der dann doch einen ganz interessanten Blick auf sich und die Welt und so hatte. Und der hat mal gesagt, man wird eigentlich nur berühmt für die 200 Leute aus deinem Dorf. Man will eigentlich nur denen zeigen, was jetzt los ist mit einem und so. Und vielleicht ist das überspitzt dargestellt, aber es steckt natürlich ein bisschen was drin. Also man misst sich natürlich immer an denen, von denen es einem schon immer wichtig war, wie die einen gesehen haben und so. Und das sind immer so die Menschen, die man sich vorstellt, die das jetzt vielleicht hören. Man weiß ja gar nicht, wenn eine Fernsehsendung Millionen Leute sehen, das kann man sich ja gar nicht vorstellen, was das bedeutet, wie viele verschiedene Leute mit verschiedenen Geschmäckern und unterschiedlichen Perspektiven auf dich und das, was du da machst, blicken. Das kann man sich nicht vorstellen. Das kannst du dir auch nicht vorstellen, wenn du als Musiker auf einer Bühne stehst oder so. Weißt du auch nicht, was das alles für Leute sind. Die ordnet man so ein nach den Glaubenssätzen und nach den Vorurteilen und nach der Menschenkenntnis, die man eben so zusammengetragen hat in einem Leben. Und so sortiert man die sich in so die kleinen Gruppen, die man so im Kopf hat. Dass das jetzt nicht stimmt und dass das deutlich unterkomplex ist für Menschen, diese Sichtweise, das merkt man spätestens dann, wenn man Leute näher kennenlernt. Deswegen hat man, glaube ich, um dem eigenen Anspruch gerecht zu werden, immer so das Gefühl, diese fünf verschiedenen Leute, die hören zu. Das ist so die Perspektive deiner Eltern vielleicht, das ist die Perspektive deines besten Freundes von früher, der einen gewissen Anspruch an dich und deine Glaubwürdigkeit hat. Da sind das Leute, die dich seit 5 Minuten kennen und Menschen, die einfach nur begeistert sind und Leute, die dich scheiße finden, die du überzeugen willst. Ja. Oder so. So eine komische Peer Group aus Leuten baut man sich vielleicht vom inneren Auge zusammen. Und das ist bei jedem anders und geprägt durch die eigenen, durch den eigenen Werdegang und auch durch die kulturelle, soziokulturelle Prägung, die man so aus dem eigenen Freundeskreis mit rausnimmt. Und wenn man irgendwo immer der King werden wollte, und wenn das nur eine Gruppe von 11 Leuten ist, dann wird das 20 Jahre später immer noch so sein, dass man nicht will, dass einer von diesen 11 Leuten einen Kacke findet. Und diesen inneren Kampf, den tragen Leute manchmal auf eine Bühne, in der dieser Kampf eigentlich gar keine Rolle mehr spielen sollte. Das hast du aber auch noch. Also das ist ja nach. Ja, ich glaube, es hat jeder. Ich glaube, es hat jeder. Und jeder ist, unterschiedlich abhängig von der Beurteilung bestimmter Personen. Innerlich. Ob das nun wirklich so ist oder ob das nur im eigenen Kopf stattfindet. Manchmal passiert das ja auch tatsächlich. Aber du meinst so unterm Strich, ich soll mir jetzt nicht allzu große Gedanken machen, wenn da 2 Leute schreiben, dass sie mich gerne austauschen würden. Das Ding ist, wenn du, also... Oder hast du das geschrieben? Und nee, ich war das nicht. Aber wenn du dich, stell dir einfach vor, du stellst dich... Ein gewisser Klaas und ein gewisser Jakob. Stell dir einfach vor, du stellst dich in einer mittelgroßen deutschen Stadt auf den Marktplatz auf eine Apfelsinenkiste und erzählst da eine Stunde lang dein Leben. Ja. Da werden die Leute nicht ihre Einkaufstüten fallen lassen und anfangen spontan zu applaudieren. Die werden sich das erstmal anhören und 2 von denen werden sagen, halt's Maul. Ja. So. Und es ist für mich der absolute ultimative Albtraum. Wirklich, wenn ich bei Duell um die Welt mitmachen würde, wäre das meine Challenge. So. Ich möchte den Leuten nicht auf den Nerv gehen. In dem Moment, wo ich den Leuten, ihr könnt mich ganz leicht hier rausbuxieren. Mhm. Wenn mir, sagen wir mal, 10 Leute schreiben, dass ich sie nerve, bin ich raus aus dem Game. Nein, jetzt weißt du, was los ist, ne? Jetzt hast du gerade... Jetzt hast du einen großen Hebel nach draußen gegeben. Was du gerade gemacht hast, eigentlich ganz schlau. Du hast gerade so eine sogenannte Kritikinflation hast du gerade angestoßen. Die Leute werden dir jetzt auf ironische Meta-Gag-Ebene... 100%. ...werden dir jetzt schreiben, dass du sie tierisch nervst und du wirst die wahre Kritik nicht mehr rausfiltern können. Insofern hast du gerade eine Kritikinflation in deinem Postfach angezettelt. Exakt. Die, sagen wir mal, für Typen wie dich, die normale Bewertung nicht mehr von
der Quatsch-Fake-Meter-Bewertung jetzt abziehen können, ist das ja total super gut. Ja, ich muss mir keine Gedanken mehr machen, ob da was dran ist oder nicht. Das ist einfach nur, es wird jetzt alles zugeschrottet bei mir. Also ich aber das torpediert meine Influencer. Ich möchte aber, dass wir den Thomas nicht komplett, sagen wir mal, an seine Fantasie verlieren und dass er der Einzige ist, der jetzt noch einschätzt, wie er so ist. Weil uns beiden hört er ja schon lange nicht mehr zu. Insofern appelliere ich an euch da draußen, schreibt dem Thomas nur, was ihr wirklich scheiße findet an ihm. Nein, was ernst gemeint ist. Ernst gemeint, was ihr ernst an ihm scheiße findet. Schreibt nicht irgendwelchen Quatsch. Schreibt, was ihr ernsthaft an ihm nicht gut findet, damit er daran arbeiten kann mit seinem Therapeuten, den er demnächst braucht. Ihr lieben Leute, jetzt ein ernstes Wort. Ich meine es ganz, ganz ernst. Und ich möchte jetzt nicht wieder danach sagen, Klaas, ey, können wir das nicht bitte rausschneiden? Wir lassen das gerne drin, aber ich möchte wirklich sagen, ich bin nicht stark genug für eure ehrliche Meinung. Ich bin auch nicht stark genug für ironisches Scheiße an dir ist. Ich bitte, bitte tragt mich weiter auf einer kleinen Wolke mit einer überschaubaren Zahl an Followern und streichelt mich ein bisschen virtuell und hört nicht auf diesen bösen Geist, Glashäufer Umlauf, der sich einen Spaß daraus machen will, mich ja jetzt virtuell an den Pranger zu stellen. Da hat hier einer die Box der Pandora geöffnet und jetzt will er die ganzen Sachen, die da rausgefallen sind, wieder einsortieren und wieder da reinlegen. Ne? Das ist ungefähr so, als wenn dir so ein Glas runterfällt und du probierst dann, so auf dem Boden sitzend mit der Handytaschenlampe, die einzelnen Scherben zu suchen und wieder zusammenzusetzen. Bitte. Kann man probieren? Wird vermutlich nicht klappen. Zeigt Herz, hört nicht auf ihn. Sag mal, was ich eigentlich wissen wollte von euch, ne, um mal so ein bisschen auch euch noch besser kennenzulernen, weil wir machen ja immer noch Baywatch Berlin Summer Breeze hier. Und eine Sache möchte ich von euch mal wissen, damit wir noch so ein bisschen was über euch erfahren. Wie habt ihr als Kind euren Urlaub verbracht? Weil ich finde, Urlaub ist ganz stark verbunden mit dem Kindsein, mit der eigenen Kindheit, mit dem Blick darauf, mit der Vorfreude, die man empfindet, mit der Gegenwärtigkeit, mit der man einen Urlaub genießen kann. Das kann man ja alles kaum noch. Da braucht man erstmal 2 Wochen, bis man überhaupt vergisst, welcher Tag heute ist und so. Als Erwachsener, als Kind ist ja das Schöne am Kindsein, ist, dass man total im Hier und Jetzt lebt. Bisschen schade ist, dass man es aufgrund dieser Fähigkeit jetzt nicht so richtig genießen kann, dass man gegenwärtig ist, weil darum geht es ja, ne? Nicht drüber zu stehen und auf sich selbst zu achten, sondern einfach da zu sitzen und zu denken, geil, mehr. Die Modenschau einfach mal genießen können. Ja, oder halt einfach einen Stein zu finden und zu denken, geil, den schmeiße ich jetzt ins Wasser. Ja. Und man ist total glücklich damit. Oder ich habe mir zum Beispiel einen kleinen Kescher immer geholt, das war mein erster Schritt immer. Ich bin immer in den Urlaub gekommen, dann bin ich losgelaufen zu dem einen Laden, den es da gab, habe mir einen kleinen Eimer gekauft und ein kleines Fischernetz, so ein Kescher. Und dann bin ich losgegangen an so eine Stelle, wo ich genau wusste, da ist so im Meer, ist da so eine Ecke abgebrochen von diesem Stein drumherum und in der Spalte sitzen Krebse. Mhm. Und die fange ich jetzt. Und dann bin ich sofort, da hatte meine Mutter den Koffer noch nicht ausgepackt, da hatte ich schon die ersten 3 Krebse in meinem Eimer. Und das waren so Dinge, da habe ich mich wochenlang drauf gefreut und davon gibt es eine Menge. Ich hatte den wunderschönsten Kinderurlaub überhaupt und ganz viele Erinnerungen und ich finde so ein gutes Grundgefühl als Mensch speist sich vielleicht auch so aus diesen schönen, zufriedenstellenden Erinnerungen an meine Kindheitsurlaube. Wie war das bei euch? Also ich habe ganz oft Urlaub gemacht an der Nordsee und da waren die Urlauber eigentlich bis zum Alter von 12, 13 immer gleich. Das war so, dass wir da angekommen sind und dann den ganzen Tag am Strand verbracht haben. Und dann wurde in mir das Bedürfnis immer größer, dass ich so bestimmte Sachen von dem einzigen kleinen Laden dort auf Baltrum haben wollte. Also meine Schippe, mal eine ganz besondere Wasserpistole. Und dann habe ich praktisch die erste Hälfte des Urlaubs die ganze Zeit daran gedacht und gebettelt. Und in der zweiten Hälfte habe ich die dann bekommen und hatte dann praktisch immer dieses gigantische Urlaubsglück, mit diesem neuen Spielzeug dann noch eine Woche zu spielen. Und das größte Highlight war aber immer im praktisch Dorfzentrum ein Bötchen in den Brunnen zu setzen. Und das hat mich dann auch extrem glücklich gemacht. Und dann ab 13, 14, ich habe es ja angekündigt, hat sich mein Urlaubsverhalten komplett geändert. Da sind wir zwar weiter nach Baltrum gereist, an die Nordsee, aber ich habe mir dann Gründe ausgedacht, warum ich lieber auf dem Zimmer bleiben wollte.
und die waren teilweise sehr fadenscheinig und ich wollte dort in Wirklichkeit den ganzen Sommer Fernsehen. Ich habe das Fernsehen so sehr geliebt als Jugendlicher, so unendlich, dass ich dachte, draußen ist es heiß, der Wind nervt, es riecht so fies nach Schilf. Ich will hier einfach sitzen, ganz in Ruhe, will eine Fanta trinken und Tour de France gucken. Obwohl ich Tour de France hasse und das turbo langweilig finde, wollte ich einfach nur in Ruhe Fernsehen. Ich habe das Fernsehen so sehr verehrt und meine Mutter hat wahrscheinlich gedacht, aus dem wird nie was. Und naja, so ein bisschen ist ja dann doch was draus geworden, eben beim Fernsehen. Und ich habe im Grunde den Grundstein für meinen jetzigen Beruf in diesen Sommern gelegt, wo ich ununterbrochen wirklich ferngesehen habe, aber natürlich rechtzeitig aufhören musste, sodass der Fernseher, das war ja damals noch so ein Art Röhrenfernseher, abkühlen konnte. Weil es wurde natürlich gefühlt, ob ich da nur drin bleiben will, um den ganzen Tag fernzusehen oder, wie ich gesagt habe, endlich mal meine Bücher lesen zu können. Aber das, okay, das heißt, ach stimmt, das ist ja, du kannst die Hand praktisch wie bei einem gerade gefahrenen Auto wie auf die Motorhaube legen und gucken, wie so Detektive aus alten Filmen gesagt haben, er war gerade noch mit dem Wagen unterwegs. So konnte man auch rausfinden, ob du Fernsehen geguckt hast. Genau, bis 5 Minuten vor der Zeit der Rückkehr habe ich ferngesehen, als ich rausgefunden habe, dass man, wenn man einen Föhn nimmt und den auf diese Schneeflocke drückt, dann kommt da kalte Luft raus. Und damit konnte man den Fernseher in etwa 5 Minuten runterkühlen. Du hast den Fernseher kalt geföhnt? Ja, ich habe den erst heiß geglotzt und dann kalt geföhnt. Ernsthaft? Das ist clever. So war's. So war's. Das ist wirklich schlau, nur um ein bisschen vor der Flimmerkiste zu sitzen. Ne? Hast du da alles auf dich nimmst. Und da hast du wirklich deiner Mutter erzählt, du willst jetzt hier alleine in der Bude, willst du jetzt deine Bücher lesen? Und das hat die geglaubt? Ja. Ich hätte ihm auch geglaubt. Ich habe auch immer viel gelesen, aber das hat dann eben der Fernseher ersetzt. Ist ja Wahnsinn. Und wie war es bei dir, Tommy? Wo wart ihr immer im Urlaub? Wie war das? Es gab immer nur drei Orte. Mhm. Wenn es schlecht lief, war es die Nordsee. Ich habe es gehasst wie die Pest. Weil wie Jakob schon sagte, der Regen flatscht dir ins Gesicht. Es ist alles ultra. Ich hasse es jetzt noch, in den Norden zu fahren. Wirklich, Norddeutschland, damit kann man mich jagen. Da ist alles wohne ich. Eine platte Scheiße. Da komme ich doch her. Ich mag nirgendwo sein. Mein Herz. Ja, das kann ja sein. Und diese ganze Hafenromantik so mit Hamburg, es geht mir alles am der Arsch vorbei. Der Jadebusen hat mich gesäugt. Es ist alles scheiße. Wetterkacke, der Wind, die Landschaft an Langeweile. Also wie, bis auf Windräder sind das Highlight der Landschaft. Das sollte dir zu denken geben. So. Windräder gab es in meiner Kindheit noch nicht. Nicht mal das. So, und also warum soll man da hinfahren zu einem Meer, das vor dir abhaut? Das hat für mich gar keinen Sinn gegeben. So. Du gehst da hin, dann hast du einen Haufen Batsch. Und dann machst du einmal, ladst du durch, dann stehst du da bis zu den Knien in dem Batsch rum und so, und dann sagst du, Mensch, das Meer ist weg. Also wie du da, wie du, richtige Scheiße. Wie du so despektierlich über meine Heimat reden kannst. Wirklich, also wenn du warst noch nie in Dangast im Kurhaus und hast Rhabarberkuchen gegessen, mein Freund. Das ist oder Milchreis in der Milchbar. Das ist wirklich wunderschön. Da natürlich ist da der Schlick, aber wir haben als Kinder nichts Schöneres gekannt, als dahin zu gehen, uns von oben bis unten mit dem Schlick, mit dem Watt einzureiben und da in dem Dreck zu spielen. Warst du kein Kind, du kennst doch bei O Schreck, das Kind ist weg, gegen Vorspann, wo die dann das Kind zu Hause da abduscht und feststellt, oh, ist ein Junge, statt das Mädchen, was ich eigentlich mit hätte nach Hause nehmen müssen. So sahen wir aus. Wir waren praktisch von unseren Eltern nicht mehr zu erkennen. Wir waren richtig so kleine, vollgesaute Männchen und Weibchen, die da rumgehüpft sind. Und ganz viele Kinder, das war herrlich. Das war wunderschön. Meine Oma hat in Wilhelmshaven gewohnt, habe ich ja schon mal erzählt. Und auch da gibt es natürlich den Südstrand. Und damals gab es noch den Geniusstrand, den gibt es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Und da haben wir genau das gemacht die ganze Zeit. Das ist doch schön. Ich weiß, es kommt mir so vor wie die Leute, die hier in Berlin aufgewachsen sind. Und die dann sagen so, ich hatte auch eine geile Kindheit. Der Spielplatz in Friedrichshain, den kannst du gar nicht unterschätzen. Da gab es auch ein Klettergerüst. Also ich denke mir nur, du arme Wurst, Alter. Wir hatten einen Ninja-Felsen. Wir hatten noch einiges anderes. Es gab den aber direkt hinterm Haus war irgendwie da hat so der Pfälzer Wald angefangen. Und da war 100 Kilometer Wald. So, und dann kommen die mir so, das Klettergerüst haben sie alle, also arme Schweine. Auch wenn meine Mutter so durch Berlin läuft, die läuft dann immer so an Kitas vorbei, guckt über den Zaun und sagt, die arme Kinder, guck mal, da müssen die da spielen im Dreck. Naja, gut, ja, wir hatten es ja auch ein bisschen schön da bei uns, aber ich glaube, das verklärt man vielleicht auch so ein bisschen. Also man kann sich's auch hier, glaube ich, in Berlin und an der Nordsee. Und so gut, das war das eine. Nordsee war also, wenn du irgendwie böse warst das ganze Jahr, dann musstest du an die Nordsee. Wenn es gut lief, Skiurlaub.
Das war, bis heute ist das, dem führe ich eigentlich genauso, wie ich ihn damals gelernt habe von meinen Eltern, ist heute für mich immer noch Skiurlaub. Dieselben Rituale, dieselben Zeiten, wann man aufsteht, wann man isst, wann man frühstückt. Man überlegt sich dreimal, ob es Spaghetti Bolognese auf der Hütte gibt, weil es ist sehr teuer. Und abends wird dann nochmal gemeinsam was gekocht. Ich war noch nie in einem Hotel beispielsweise im Skiurlaub, sondern immer in Ferienwohnungen, wo man sich selber kocht, weil es so zum Ritual gehört. Man kommt da an, am selben Tag muss man erstmal in den Supermarkt so alles einkaufen, was so wichtig ist. Das gehört alles dazu. Und das habe ich bis heute erhalten. Das war alles, alles ist geil, was an der Nordsee scheiße war, ein Skiurlaub. Und ich glaube, das ist so, man trägt den Urlaub, den man als Kind hatte, den führt man quasi sein ganzes Leben weiter, da glaube ich dran. Ja, könnte man auf jeden Fall, ja. Ja, kann ich verstehen. Und viel mehr gab es nicht. Wir waren irgendwann mal noch am Gardasee. Und da weiß ich noch, da gab es ein Schlauchboot und so. Und das ist aber schon mit der Erinnerung. Ich fand es immer geil, über den Brenner zu fahren. Oder in Skiurlaub, ein Kandersteg, muss man auf den Zug fahren und fährt mit dem Auto auf dem Zug durch einen Tunnel eine halbe Stunde. Das fand ich so mit das Highlight des Urlaubs. Wir fliegen zum Mars, ne? Richtig was los. Ja, aber dann habe ich dich kennengelernt, mein Freund, und da hat sich mein Urlaubsverhalten ein bisschen geändert. Das kann man sagen. Und da haben wir nämlich jetzt das nächste Thema. Ist nämlich was reingeflattert. Wie, was ist reingeflattert? Von juristischer Stelle. Wie, schon wieder? Ja. Was? Also, wir drehen ja auch dieses Jahr wieder Duell um die Welt. Mhm. Und dann hast du dich so ein bisschen mit deinem Team auf die Recherche gemacht, was man da so in der ganzen Welt an Unfug machen kann, der ja, noch und? Bleibt, wenn man schon viel gemacht hat. Wir haben noch nichts gemacht, es ist alles okay. Also ja. Das meiste ist ja noch nicht gemacht. Was willst du jetzt? Erzähl. Naja, du hast dann so eine Idee, ja, so die du dir wie in einem Comic ausmalst, was man mit Promis so machen könnte. Das habe ich mir nicht ganz alleine ausgedacht. Da sind auch Leute daran beteiligt gewesen. Jetzt in dem Fall nicht du, weil du andere Sachen gemacht hast. Aber ich habe mir das durchaus auch mit Leuten ausgedacht. Ein paar Sachen, sagen wir mal, alleine vorgeschlagen, aber ja. Ja, ich möchte das jetzt nicht komplett spoilern, weil auch absolut nicht klar ist, ob das jemals gedreht wird. Aber eine deiner Ideen haben wir, die hat ein bisschen juristischen Sprengstoff beinhaltet. Mhm. Im weitesten Sinne geht es darum, jemanden zu erschießen. Im weitesten Sinne. Ja. Und dann mussten wir, weil das in einem anderen Land ist, mussten wir einen Anwalt konsultieren, der sich mit dem Recht in dem Land auskennt. Ich glaube, ich weiß, wohin die Reise geht. Inhaltlich. Ich bin mir. Und ich habe mir das jetzt mal hier ausgedruckt. Das ist die Antwort der Anwälte. Ja. Aus, das kann man ja sagen, aus der Schweiz. Oh ja, okay. Mhm. In denen du eine Anfrage gestellt hast. Habe ich noch nicht gelesen, ich weiß aber, dass da konsultiert wurde. Mhm. Also ganz die Aufgabe wurde an die Schweizer Juristen übersandt. Die konkrete Aufgabe. Ich hatte eine Idee und die musste praktisch, die müssen wir jetzt vorher mal prüfen, ob da nicht einer, der das macht, praktisch verhaftet wird. Also, oder die anderen. Oder. Also ob das erlaubt ist oder wie? So, ja. Ja, vielleicht kannst du da einfach mal ein bisschen danach einordnen, was das, also so sehen es die Schweizer Anwälte. Ja. Florida Entertainment GmbH Recherche. Punkt 1, Sachverhalt. 1. Gemäß unserem Verständnis plant die Florida Entertainment GmbH, in Klammern Mandantin, am so und so vielten einen Videodreh in der Schweiz, bei dem mit dem kleinsten Revolver der Welt geschossen wird. Ja. Der Schuss soll entweder durch den Mitwirkenden selbst ausgelöst werden, in Klammern Option 1, oder von einem Huhn, welches von einem betrunkenen Mitarbeiter, in Klammern Mitarbeiter, entsprechend positioniert wird, Option 2. Ist korrekt. Der Ort der Ausführung in der Schweiz ist noch unbekannt. Möglicherweise findet das Vorhaben in einem Kanton in der Nähe von Liechtenstein statt. Das war die Idee, genau. Was hat ein Moment, Huhn? Ein Huhn, Knarre und ein Besoffener. Das ist die kleinste Pistole der Welt. Das ist jetzt nicht irgendeine Knarre. Ne? Also das ist dies, was soll ich jetzt sagen? Was wollt ihr? Und darf das stattfinden? Darf das denn stattfinden? Es ist nicht klar. Es ist noch nicht klar. Nicht wegen dem Huhn oder so, sondern es geht. Ach, jetzt rede mich da doch nicht so rein. Das ist ja so halbfertige Sachen, die wir besprechen. Leute, Huhn! Ihr kennt doch die Formulierung. Es sind rohe Gedanken, die wir hier im Podcast besprechen. Wer ist denn der Betrunkene? Aber die schickt man doch nicht an die Anwälte in der Schweiz. Es sind doch nur rohe Gedanken, die wir hier haben. Die sind unfertige Gedanken in diesem Podcast. Mhm. Wer ist denn der betrunkene Mitarbeiter, der die Waffe positioniert? Oder das Huhn? Ja, wer ist das Huhn? Ist das ein deutsches Huhn oder ein Schweizer Huhn? Ist es ein geschultes Huhn? Ein Amateurhuhn?
ich habe noch keinen Huhn gecastet dafür jetzt. Und außerdem, ich bin doch gerade erst in dem Genehmigungsprozess. Jetzt macht mir, man kann auch eine gute Idee zerreden, Leute. Hast wirklich. Du schon einen Promi gefunden, der da in Fragen? Ja, also da fallen mir schon ein paar ein und da muss man dann runterleveln. Man fängt erstmal hoch an und wenn man jetzt feststellt, Wolfgang Job macht's nicht, dann... Wolfgang Job und Gerhard Schröder haben keine Lust aus irgendeinem Grund. Am Podcast. Wir müssen sagt, Podcasten. Also, du spinnst ja wohl, also sowas mache ich nicht. Dann gehe ich natürlich weiter runter. Und dann werden wir sehen. Also vielleicht findet man ja diese Aufgabe irgendwann nochmal wieder im Fernsehen. Wer weiß. Ja. Lass mich doch jetzt erstmal ein bisschen da rumhühnern im wahrsten Sinne des Wortes. Also auch wenn die nie das Licht der Welt erblickt, die Idee. Ne? Ja. Allein für dieses Anwaltsschreiben hat sich's rentiert. Es gibt manchmal witzige Anrufe bei uns. Also ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe im Podcast, aber die lustigste Ansage im Büro war mal, wir haben ein Problem mit den Zwergen, ihre Motorräder sind kaputt. Und das war ein ernsthaftes Problem, was wir hatten, auch in der Duellvorbereitung. War da waren wirklich, es gab so eine Motorradgang aus kleinen Leuten und die kleinen Motorräder waren kaputt. Ja. Ärgerlich. Ärgerlich. Das ist so, wie wenn bei Investmentbankern gibt es dann so eine Mitteilung, der Aktienkurs stürzt ein und so. Und bei uns ist dann so eine Sache, Leute, wir müssen uns jetzt mal am Zippel reißen, die Motorräder der Zwerge sind kaputt. Solche Probleme haben wir dann, ne? Das, das stimmt. Ja, also jetzt lass mich da mal ein bisschen vorbereiten. Wir müssen ja das Duell um die Welt oder das Duell um die Ecke oder das Duell um die Brandenburg mal gucken. Also es ist ja natürlich, also das Schwierigste, was man in diesen Zeiten machen kann, ist eine Show, die damit einhergeht, weltweit zu verreisen. Ist jetzt nicht die günstigste Zeit fürs Duell um die Welt, aber wir werden es hinbekommen, Leute. Und ihr seht ja, wir werden nicht müde, uns weiter Sachen auszudenken. Und ja, wenn es dann in der Schweiz ist, dann ist es in der Schweiz. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir das ja auch noch irgendwo anders hin. Man muss ja nur gucken, dass man die richtigen Vorkehrungen trifft und dann schafft man es wahrscheinlich auch ein Duell um die Welt, wie Sie, liebe Zuschauer, es zu Recht erwarten, auf die Fernsehbildschirme zu zaubern, nicht? Zum Abschluss von dieser Summer Breeze habe ich noch was für euch. Ihr seid ja Tierfans, oder? Ja. Ja, ich bin ein Riesentierfan. Also ich kann gar nicht mehr. So ein großer Tierfan bin ich wirklich. Also von allen Tierarten bin ich erstmal Fan. Mhm. Und wusstet ihr, dass Füchse lachen können? Nee. Und wusstet ihr, dass sich das bei Twitter gefunden hat, dass da jemand sogar ein Mikrofon, sogar ein kleines Filmchen von gemacht hat? Und das möchte ich euch zum Abschluss schenken. Ein wirklich, es gibt das Video dazu, vielleicht poste ich das auch nochmal. Wie Füchse lachen, wenn die so richtig gut drauf sind. Wahrscheinlich nach dem Genuss der ersten Folge Baywatch Berlin Summer Breeze. Bitte abonniert uns und lasst uns euch durch den Sommer bringen. Das wäre die größte Freude für uns, während alle großen Podcaster, die satt sind vom Erfolg, zu Hause sind oder im Luxushotel, sind wir für euch da. Oh Gott. Die kringeln sich auf den Boden. Wirklich, weil irgendwas ist so winzig für die Füchse. Soll ich dir mal einen Witz erzählen? Warte mal, ich möchte dir mal einen Witz erzählen und dann nochmal. Mama, bin ich eigentlich adoptiert? Ja, aber die Leute haben dich wieder zurückgegeben. Astreiner Fuchsgag. Herr Doktor, immer wenn ich so und so mache, tut mir das weh. Ja, machen Sie doch nicht so und so. Herr Doktor, wenn ich hier drücke, tut's weh. Wenn ich hier drücke, tut's weh. Wenn ich hier drücke, tut's auch weh. Klare Sache, Ihr Finger ist gebrochen. Noch einen. Da sitzt eine alte Frau im Zugabteil, hat ein kleines Paket neben sich. Da stürmt ein junger Mann rein, will sich gerade auf das Paket setzen, sagt sie, Vorsicht, die Eier! Wieso sind da Eier drin? Nee, Stacheldraht. Da kommt eine Frau zum Bauer und sagt, ich hätte gern 10 Eier, sagt der Bauer. Jo, ich auch. Schmitty, hau ihn tot. Ja, ich gehöre hier zu der Kategorie, man muss so die Fresse extra totschlagen. Morgens geht erst der Mund und dann die Augen auf. Weiß Bescheid, ne? Also, bis nächstes Mal. Das wäre ein super Soundbed für die ganze Folge. Oh Gott, ey. Guckt euch bitte das Video so an. Die sind so süß. Die kringeln sich so. Also ohne Video und ohne Einordnung ist auch so ein bisschen, als wäre man irgendwie
wäre man hier auf die Katze getreten, aber so ist es nicht. Weißt du, was du am Anfang gesagt hast, was ich mega witzig fand? Ja. Du hast den, das ganz kurz, um die Klammer zu schließen, und dann ist auch gut mit Baywatch Berlin, Summer Breeze, du hast gesagt, das geht ab wie Schmidts Katze. Fällt dir sowas noch auf? Stimmt. Er merkt gar nichts mehr, Leute. Tschüss, das ist Baywatch Berlin, Summer Breeze. Wir sehen uns nächste Woche hier bei uns im Urlaub und dann könnt ihr wieder an unseren Pool. Ja. Tschüss. Attention. Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.